So. Eieiei, das vergesse ich jedes Mal, wenn ich das bei YouTube hochladen will. An alle YouTuber, ihr seid ein bisschen spät dran, habt ein bisschen Regelwerk verpasst. Okay. Und deswegen ist jetzt Jugoslawien für uns total wichtig und das werden wir uns direkt holen, weil mache ich jetzt Rumänien, ja, dann muss ich das nächste Mal erst einen Umweg über Jugoslawien, bevor ich anfangen kann, hier Italien zu beeinflussen. So. Zack. Ich kann das jetzt auch nochmal rückgängig machen, glaube ich. Nee, kann ich doch nicht. Was ist das hier? Mit. So. Dann gucken wir mal, was der kapitalistische Westen da jetzt macht, Genossen. Hallo, Schokoladenei. Schönen Nickname hast du. Ich habe leider keine Schokolade da. Jetzt habe ich direkt Lust auf Schokolade bekommen. Hallo, Basti, schönen Abend. Ja, dir auch, Ryzen Gamer. Schön, dass du wieder einschaltest. Du gehörst ja mittlerweile auch hier zum festen Inventar auf Twitch. Fantastisch, sehr, sehr schön. So. Das höre ich öfter, das glaube ich. So, ich glaube, wir werden aber mal hier den Donation-Ticker, den lassen wir mal woanders tickern. So, den mache ich mal hier hoch. So, und dann harren wir der Dinge. Ich werde gleich mal an meinen Rum hier probieren. So, dann kann ich erwähnt, der kapitalistische Westen und der amerikanische Präsident hier überlegt, was die jetzt hier für böse Dinge in Europa treiben. Gucken wir uns mal kubanischen, hoffentlich müsste ich mal drauf gucken, ob der aus Kuba ist. Ah ja, so, West Germany, wie zu erwarten, sichert sich natürlich Italien und haut hier gleich mal noch einen dritten rein. Okay, ich finde diese Einspieler fantastisch. Don Papa ist das übrigens, der Rum. So, Prost. Ja, der schmeckt herrlich, süß fast irgendwie, nach so einem leichten so eine leichte Kaffeenote, auch was Schokoladiges. So, als nächstes müssen wir, oh, das ist schwierig. Als nächstes müssen wir eine sogenannte Headline-Karte spielen. Erstmal hier drauf. Das sind die Spielkarten. Und ihr seht hier oben eine Zahl, das sind Einflusspunkte, die ihr generieren könnt. Ihr könnt aber auch das Event spielen. Entweder ist der Stern hier rot oder der ist weiß, dann ist es quasi amerikanisch. Ich kann jetzt zum Beispiel diese Karte später spielen oder auch jetzt als, wir müssen jetzt erstmal eine sogenannte Headline-Karte spielen. Das wird so unsere, ja, unsere Eröffnungskarte quasi in dem Spiel. Würde ich jetzt die hier spielen, ja, dann würde ich 2 Punkte kriegen, die ich dann wieder in die Länder investieren kann. Da das aber eine amerikanische Karte ist, würde der Alex dieses Event ausgespielt bekommen und es kann unter anderem auch irgendwelche Einflusspunkte geben und so weiter. Ich muss jetzt mal an Alex fragen. Back to the Roots, da ist der Whisky wieder. Naja, diesmal, wie gesagt, ist es ein Rum, ich habe aber auch noch einen Whisky da. Also wir müssen uns hier nicht auf Rum beschränken. Alex? Ja, Basti? Du, wie ist denn das jetzt für die Headline-Karte? Wenn ich jetzt eine Karte nehme, die so einen rot-weißen Stern hat, weil wenn ich jetzt eine mit einem weißen Stern nehme, dann würdest du ja das Event bekommen, ist das richtig? In der Headline-Phase? Genau, ja. Ich glaube, okay. Ich muss ja eigentlich eine rote Karte jetzt spielen, sonst würdest du das Event bekommen, ne? Genau, du musst jetzt eine rote Karte spielen. Und was ist mit diesen rot-weißen Karten? Was haben wir beide dann Event? Weißt du das? Ja, die rot-weißen Karten, die sind quasi immer gemischt. Die sind quasi für beide sowas wie Olympische Spiele oder sowas. Die können dann für beide positive und negative Effekte haben. Ich kann ja allerdings gerade nicht sagen, ich weiß es nicht mehr, ob das auch in der Headline-Phase geht. Du kannst es ja mal probieren. Ich weiß es jetzt nicht, ob es geht. Naja. Okay, danke. Naja.
Ich traue dem Ami nicht. So, wir haben ja auch noch was, was wir spielen können. Und die eigenen Events, die werden dann aber nicht getriggert. Ne? Es würde nur gegnerische Events getriggert werden. So bekomme ich dann nur die Einflusspunkte, oder? Na, jetzt bei der, in der Headline-Phase ist es so, die Karte, die du nimmst, da wird nur der Event getriggert. Du musst dich jetzt quasi für ein Event entscheiden. Ah, okay. Es ist quasi sowas, wie gesagt, die Schlagzeilen, die produziert werden, der wichtige Event, der jetzt quasi gerade stattfindet, sowohl im Westen, ich habe meinen schon ausgesucht, ja, als auch bei dir im roten Osten. So kenne ich den Osten übrigens von meinen Landkarten, als ich noch in der Grundschule war, lungert der immer hinter mir, dieser rote Osten. Also hier geht es jetzt bloß um den Event. Alles klar, Copy. Okay, dann schauen wir uns das mal an, was wir hier haben. Early War, USSR may relocate up to 4 influence points to non-US-controlled countries. No more than 2 influence may be placed in the same country. Verstehe ich das? Hey Schokoladenheit, vielen Dank fürs Folgen. Fantastisch. Guck mal, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Karte. Vietnam Revolts. Add 2 USSR Influence in Vietnam for the remainder of the turn. Obwohl, das ist... Nee. Fidel. Remove all US Influence in Kuba. Da ist kein Kuba. Wir müssen schon eine rote Karte spielen. Ja, so viel Auswahl haben wir da leider nicht, ne? Nasser. Add to a USSR influence in Egypt. Remove half rounded up of the US influence. Hat er da einen? Da hat er ja noch nichts. Da könnten wir halt hier den Mittleren Osten hier, das hier ein bisschen kontern, sag ich mal. Ach, der ist da jetzt auch gleich nah an Indien und so rangerückt, ne? Versteht ihr das hier? Wie ist das denn genau zu verstehen? USSR may relocate up to 4 influence points to non-US-controlled countries. Versteht das jemand? Heißt das, ich könnte Sachen löschen von ihm, wenn sie nicht von ihm kontrolliert sind? Könnte ich da jetzt Kanada löschen? Könnte ich da jetzt finden? Ne, das bin ja ich. Könnte ich da jetzt Israel löschen? Gibt. Das lassen wir mal. Der NASA. Ist halt alles ein bisschen crappy, ne? Remove von Kuba, das bringt nichts. Du kannst deine Punkte umsetzen. Meine Punkte kann ich umsetzen. Ah, oder? Nee. Ja, das bringt nichts, ne? Ja, das bringt doch nichts. Ja, wir haben irgendwie keine geilen Karten, muss ich sagen. Oh. Oha. Das ist ja natürlich auch schon ganz schön. Was ist denn Vietnam hier? Thailand? Ist eigentlich auch nicht so blöd. Add influence in Vietnam for the remainder of the turn. The Soviet player may add 1 operation point to any card. Da können wir hier... Ist da ganz schön... Ah ne, das sind wir. Point to any card that uses all points. Wir könnten uns halt Vietnam holen. Und dann hätten wir Zugriff auf Thailand. Was meint ihr denn? Welche Karte? Sollen wir Nassau oder Vietnam? Warte mal, das war, ne? Ah, ne, das ist ja das mit dem Relocate. Ja, ne. Nassau oder Vietnam, was meint ihr? Da könnten wir uns Ägypten holen und könnten hier ein bisschen Druck auf Israel machen. Libyen, ich würde sagen. Weil sonst kommen wir da nicht mehr rein, ne? Wir machen das, oder? Gibt's Einwände? Dann würde ich Ägypten nehmen. Ja, würde ich auch nehmen. Na, und jetzt kann man das so, zack.
Ja, schau mal, was hat er gemacht? Op, war das? In early mit remove one from three countries. Oh Gott. Ah, das ist eine starke Karte. In late war. Und jetzt? Ich jetzt. Alex? Die Ja, wird. Basti? Muss ich jetzt noch irgendwas drücken oder so? Ich habe jetzt die Karte ausgewählt. Du hast die Nasser-Karte ausgewählt, gell? Korrekt, ja. Ich bin auch gerade ein bisschen irritiert, weil hier schreibt es, dass ich. Du musst. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich muss jetzt den Waiting for drei. opponent to decide. Genau, du musst jetzt erstmal meine Punkte reduzieren. Der Ach, das Headline ist ja steht, cool. wer Ich habe dran gedacht, ist. du darfst es dir selber aussuchen, aber das darf ich machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Punkte in Osteuropa weg, was mir sehr gut gefällt. Ja, Einmal es ist eine starke Osteuropa, Karte, ja. einmal Polen, einmal Jugoslawien. Dann viel Spaß mit meiner Entscheidung. Aber Basti, ich kann dir sagen, du hast Glück. Ich habe ziemlich schlechte Karten auf der Hand, also nur schon mal so viel vorab. Ich habe die Nasser-Karte jetzt auch nicht gespielt, weil ich so geile Karten habe, ne? Naja gut, aber die Nasser-Karte ist nicht uninteressant. Ja, stimmt schon. Das sichert mir da so ein bisschen die Stellung im Mittleren Osten, ne? Also ich kann dir nur sagen, ich hab das Spiel ungefähr, ich glaube, vier oder fünf Partien gemacht, Dufti! auch schon vor zwei, drei Geil, ey! Jahren. Super! Und tatsächlich war der Mittlere Osten einer der Bereiche, wo es auch immer am interessantesten war und wo es für die Amerikaner schwer ist, ja, ich sag mal, Fuß zu fassen und auch den Fuß in der Tür zu behalten. Also das ist schon einer der Hauptkampfgegenden, würde ich mal sagen. Ja, weil du, glaube ich, über Afrika dann da irgendwie reingehen musst, ne? Also über Algerien, Tunesien und so. Wenn du da jetzt nicht den Fuß im Iran behältst, irgendwie in der Tür. Ja, genau. Okay, und mal. Play your Action Round. So, Leute. Dann sage ich jetzt auch gerade nochmal wieder kurz was zu der Action Round und so, ne? Also, jetzt sind wir Ja in gut, der. ich folge dann einfach, wenn du dazu gemacht hast, und sonst erkläre ich derweil auch bei mir weiter. Perfekt. So, jetzt sind wir in der Action Round. Jetzt können wir die Karten spielen. Jetzt mache ich einfach mal so, genau. Also, ich klicke es einfach mal an, das ist ein bisschen weniger riskant. Also, wenn ihr so eine Karte anklickt, entweder klickt ihr die direkt an oder ihr könnt die jetzt auch irgendwie hier so irgendwo reinziehen. Ihr habt fünf Möglichkeiten, jetzt diese Karte zu spielen. Ihr könnt das Event spielen, dann passiert einfach das, was hier unter der Karte spielt. Ihr könnt die Einflusspunkte spielen und dann bekommt ihr die Punkte, die hier oben drin sind. Und das Event, was hier unten drin ist, das wird abgefeuert halt. Ja? Also wenn es jetzt eine, mit einem weißen Stern ist, dann bekommt der Alex halt das Event, ich bekomme die Punkte, er bekommt das Event, was auch wiederum Punkte und so weiter sein kann. Und ich vermute mal jetzt, wenn wir diese Karte jetzt spielen, dann bekommen wir beide das Event. So, also das muss man sich ein bisschen überlegen, ja? Spiele ich das Event, weil das irgendwie cool für mich ist, oder spiele ich eben die Punkte, dann bekommt aber der Gegner eventuell ein Event, was mir zum Nachteil gereicht. Dann könnt ihr Realignment Roles machen. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Da könnt ihr den Einfluss des Gegners reduzieren. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie das ausgewürfelt wird. Insgesamt sind die Chancen relativ schlecht, dass es klappt. Aber wir könnten halt so versuchen, in einem Land, wo er sehr stark ist, die Karte dazu zu nutzen. Wie stark die Karte dann jeweils bei diesen anderen Sachen ist, hängt halt von dieser Power ab, sozusagen, die hier hat, ja, diese Einfluss-Power, die Karte hat. Und je höher der Wert ist, umso höher ist die Chance auch, dass ich es schaffe, jetzt in Deutschland oder so, seinen Einfluss zu verringern. Übrigens, wenn sowas schief geht, also zumindest bei dem Q-Attent, ist es so, da geht dann hier das DEFCON-Level hoch. Das ist das nächste, ups, das ist das nächste, was wir machen. Wir können einen Staatsstreich initiieren. Und zwar, das könnte man jetzt für Italien überlegen, zum Beispiel. Der Widerstand gegen einen Staatsstreich ist immer die doppelte Stabilität
Und da macht es halt Sinn, eine starke Karte zu spielen. Wie gesagt, auch da, glaube ich, geht dann das Event an, es sei denn, wir würden jetzt hier so eine Karte spielen und das als Startstreich benutzen. Dann würden wir mit zwei auf den Startstreich würfeln. Man würfelt dann mit einem sechsseitigen Würfel gegen eine 4 mit einem Bonus von 2. Und wenn ich jetzt eine 3 würfel, hätte ich eine 5. Italien hat Stabilität 4. Und dann hätte ich den Startstreich gewonnen und würde eben das hier reduzieren. Dieser Wert wird da aber natürlich, glaube ich, auch noch mit reingerechnet. Ich frage Alex mal eben. Alex? Ja, Basti. Eine Frage. Und zwar, ich erkläre jetzt gerade diese fünf verschiedenen Möglichkeiten, ne, die man hat, eine Karte zu spielen. Und wenn ich jetzt einen Staatsstreich machen würde, jetzt zum Beispiel Italien als Beispiel, ne, dann ist ja die Staatsstreichresistenz sozusagen, ist dann eine 4, also immer der doppelte Stabilitätswert. Und da würfel ich dann wahrscheinlich auch gegen dein Investment, was du da hast, ne, also deinen Einfluss. Ist das richtig? Nee, du würfelst tatsächlich nur gegen also den Score von der Region. Also was aber Italien mal 2, das ist gegen alles, was du willst. Das Einzige, was ist, umso mehr Überschuss du quasi hast, umso mehr Influence-Punkte werden damit wieder weggenommen. Ah ja, das heißt, also du hast jetzt eine 4, ich gehe, was ich mit einer Zweierkarte rein, würfel eine 3, dann hätte ich eine 5, dann hätte ich 1 im Überschuss, Startstreich gelungen und dir wird 1 abgezogen. Ist das richtig? Mir würde in dem Fall 1 abgezogen werden, ja. Super, danke dir. Okay, also das wäre der Startstreich. Und dann habt ihr noch ein Space Race. Damit cancelt ihr das Event, also eine Karte, wo ich auf keinen Fall möchte, dass der Gegner halt das Event ausgespielt bekommt. Das kann ich für eine Space Race benutzen. Ich glaube, wir können uns das hier angucken, genau. Ist auch eine super witzige Mechanik eigentlich. Da wird dann auch nochmal gewürfelt, also je nachdem, wie stark die Karte ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich muss, glaube ich, eins, oder ich frage auch mal Alex. Alex? Jetzt sagt er wieder, ja, Basti? Ja, roter. Okay. Bei einer Space Race jetzt, ne? Da muss ich ja auch würfeln. Da zählt aber auch der Wert dann der Karte mit rein, der Einflusswert, oder? Beim Space Race. Ich glaube tatsächlich, da zählt der Wert nicht mit rein, da zählt bloß 1 bis 3 ist im ersten Schritt. Ah, okay. Und das nutzt man, ne, um das Event quasi zu negieren. Ist das richtig? Weil da bekommst du das Event ja nicht, wenn das jetzt eine Karte für dich wäre, ne? Ja, genau. Also der Space Race ist hauptsächlich, ich sag mal, sowas wie eine sinnvolle Müllabladestation, mit der man auch Ja, noch Konto genau. machen kann. Aber Ja. man sollte da halt Karten rein versenken, die einem extrem negativ sind. Ja, okay, hast du verstanden. Okay, dann fangen wir mal an, unsere Karte zu spielen. So, was meint ihr denn? Wir gucken uns die mal an. Also, ja gut, Kuba hat ja jetzt noch keinen Einfluss. Wir könnten hier mal gucken, die Punkte hier zu spielen, weil wir müssen natürlich jetzt hier uns die Punkte wiederholen, ne, in Osteuropa, weil der Alex wird ja, wie gesagt, der Alex kann entscheiden, wann hier die Punkte gezählt werden. Wir gucken jetzt mal hier an und der hat jetzt eine komplette Domination, ne? Das heißt, wenn wir das jetzt nicht verhindern, dann haben wir Europa, würde ich sagen, verloren. Also müssen wir sowieso Punkte spielen. Und jetzt gucken wir mal nochmal kurz. Ich gucke auch mal nebenbei im Check. Das ist nicht gefaked. Dass es jemals mal die erste Mondlandung macht. Na klar, ey. Denkst du denn? Das überlegene System wird auch das erste System auf dem Mond sein und das sind ganz klar wir. All further operations cards played by your opponent this turn are minus 1 to their value. Das ist eigentlich ganz geil, aber das gilt ja eventuell für uns beide. Wir spielen das. Ich mach das ja so. Und zwar Place Influence. Zack. Okay. Place for Influence. So, Polen, dann holen wir uns das zurück. Also ist jetzt die Frage, gehen wir jetzt auf Nummer sicher und machen hier nochmal zwei rein, das finde ich gleich wieder, weil wir müssen natürlich diese absolute Dominanz hier verhindern, ne? Auf der anderen Seite.
So wären wir jetzt auf Gleichstand, ne? Aber natürlich spielt er jetzt auch gleich noch mal. Wir sichern uns die beiden Battlegrounds, würde ich sagen. Was sagt ihr? Könnten auch hier schon mal anfangen. Da sind wir halt wieder. Der hat aber. Was meint ihr? Sollen wir einen Punkt in Libyen reinsetzen? Saudi-Arabien könnten wir auch. Boah, krass, ey. Das geht ja gar 3 Stunden ist gar nicht so viel, ne? Was meint ihr? Kann man Westdeutschland noch nicht schwieriger machen für den Armee? Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rein tappen will, dann kostet mich das 2 Punkte, ne? Weil ihm das gehört. Also da müsste man erstmal das reduzieren, um dann da rein zu investieren. Das macht irgendwie mehr Sinn. Ich würde mir gerne Jugoslawien wiederholen. Dann hätten wir noch einen Punkt. Sichern wir jetzt, das gleiche gilt für ihn genau. Dann lieber die Länder sichern. Ja. Ist die Frage, sollen wir hier in Afrika schon mal ein bisschen oder sollen wir hier Israel ist auch. Wenn der sich Israel holt. Jo, wir gehen mal hier in den Irak. Guck mal, der hat hier den Iran schon. Der anderen Seite, wo könnten wir? Wir könnten auch Griechenland schon mal anfangen. Türkei? Türkei kann ja nicht kontern, glaube ich. Österreich führt dann nach Ungarn. Was meint ihr? Der Investi hat ja halt sofort hier rein investiert, ne? Ach, warte mal. Könnten noch einen in Finnland machen. Was meint ihr? Komm, sag mal einer was. Syrien könntest du fertig machen. Syrien könnte ich fertig machen. Ah, gut, sehr gut, danke. Das ist, glaube ich, ganz geil. Machen wir. Okay. Was denn dein genereller Plan? Du kannst Fragen stellen. Was ist dir wichtiger? Du könntest im Nahen Osten Syrien und Irak stärken und später hoffen, dass du im Iran abluchsen kannst. Naja, mein Plan war eigentlich erstmal hier in Europa. Können wir das noch rückgängig machen hier? Ich glaube, warte mal. Ach, wir machen das. Das in Europa erstmal zu dealen, sozusagen, weil ich vermute ja mal, er hat da. Oder ich weiß nicht, ist zwangsweise immer die Europakarte zuerst die Punktezählkarte in Europa? Ich weiß es gar nicht. Da fehlt mir. Was hat er denn jetzt gemacht eigentlich? War nix, oder? Waiting for opponent to decide. Ja, Ägypten, Syrien, Irak ist natürlich eine nette Ausnahme. Ja. Elb, okay. Okay. Gucken wir mal Mittlerer Osten hier. Was haben wir? Wir gucken uns mal die Karten währenddessen an, was er hier hat. So, Early War. NATO Play, After Marshall Plan or Warsaw Pact. Okay. USA-Player may no longer make a coup or realignment roles in any US-controlled. Oh. US-controlled countries in Europe may not be attacked by play of the Brush War Event. Okay. Mal hier rein. Stay in headline phase to cancel USSR headline event. Ah, krass. Including a scoring card. Cancel the card returns to discard pile. If the effect is played by USSR during Soviet Action Round, US gain one victory point, unless, also Victory Point, ne, Siegpunkt.
Fidel, da können wir in Kuba das. Gucken wir mal. Darf ich nochmal doof fragen, was es das heißt, dass Frankreich und Italien einen rothelligen Namen haben? Das sind sogenannte Battlegrounds, die, also du hast immer Battlegrounds und Non-Battlegrounds. Die sind wichtiger einfach, ne? Und wenn ich alle Battlegrounds. Ne, obwohl das stimmt überhaupt nicht. Nicht alle. Der hatte ja eben eine komplette Dominanz, ne? Presence. Nee, ach, Control ist. Nee, wenn du alle Battlegrounds hast, dann hast du Control, dann hast du automatisch den Kontinent gewonnen. Und wenn man einen Kontinent gewinnt, dann werden die Punkte hier zu den Siegpunkten dazu gezählt, ne? Und für eine Domination musst du einen Battleground mehr kontrollieren als der Gegner, glaube ich. Wollen wir mal gucken. Mal Influence Control. Okay. Autsch, ne, das ist da. Aber die sind auf jeden Fall sehr wichtig, natürlich, die Battlegrounds, ne? Und Italien ist deswegen so interessant, weil das zwar ein Battleground ist, aber von uns erreicht werden kann, jetzt dadurch, dass wir Jugoslawien besitzen, plus die haben eine geringe Stabilität. Syrien. Ah ja, guck, und hier gibt es jetzt zum Beispiel für Non-Battlegrounds gibt es gar keinen Siegpunkt, ja, aber für ein Battleground, das ist auch gut zu wissen. Also war das vielleicht gar nicht so schlau mit dem Syrien, ne? Wir wären besser hier in Libyen rein oder in Israel sogar vielleicht schon einen Punkt, um da den abzunötigen, weil wenn der Israel verliert, dann ist das natürlich eng für ihn, ne? Nostrovia, Montfort, Genosse. Cool, dass du einschaltest. Und schön, dass du die richtige Seite gewählt hast. Darauf trinke ich einen Schluck. Irak haben wir schon einen Punkt, genau. Naja. Ja, ich glaube auch, Syrien war gar nicht so schlau. Hätte man besser hier in Irak gehen sollen, ne? Au. Event. Was ist da jetzt gerade passiert? Ey! Ich glaube, es baggert. Der hat ein Event gespielt. Okay. UdSSR-Player must randomly discard one card if the card is a US, also the event occurs immediately. Oh Gott. If the card is a USSR associated event or an event to both players, then the card must be discarded without triggering event. Okay. Das heißt, das Event haben wir jetzt abgefeuert, ne? No longer made cool realignment roles in any US-controlled countries. Das heißt, wir können jetzt keinen Putsch mehr machen in einem, also in Italien zum Beispiel, ne? Ne, der hat die Karten mir nicht abgezockt, sondern der hat dafür gesorgt, dass sie sogar ausgespielt wird, ne? Ja, da hast du, glaube ich, Glück gehabt irgendwie mit der Karte, ne? Das war ja zufällig. Oder konntest du es auswählen? Nee, ne? Ihr Präsident Amerikanski. Können Sie mich hören? Jetzt kann ich dich hören, entschuldige. Kein Problem. Gehört habe ich dich, ich habe was auf den falschen Push-to-Talk-Button ge Ah gedrückt. ja, Ja, okay. es war Glück und Unglück. Also die NATO-Karte, dass die natürlich jetzt. Ist ein bisschen zu früh, ne? Kann es sein? Ja, weil ich noch nicht den Marshallplan gespielt habe. Also die NATO-Karte tritt erst in Effekt, wenn ich den Marshallplan habe. Dann Also das ist nachträglich jetzt auch, oder eigentlich ist sehr wichtig für dich. die ist jetzt für einen Eimer gewesen quasi, oder was? Nee, die kommt dann, die wird, wenn alle Karten aufgebraucht sind, ich glaube ab der dritten Runde kommt die wieder neu ins Spiel. Die wird erst komplett aus dem Spiel rausgenommen, wenn quasi der Event echt getriggert ist. Ah ja. So, dann gucken wir mal weiter. To non-US-controlled countries. No more than two influence may be placed in the same country.
Alibor, das heißt, wir könnten. Ja, aber das bringt uns das was? Eigentlich nicht, ne? Was sagt ihr? Weil ich will eigentlich nicht irgendwo Wir gucken uns mal die China-Karte an. Diese reden immer geil, echt. Genau, damit startet auch der UdSSR-Player immer. Plus 1 Operations Value when all points are used in Asia. Pass to opponent after play. Das heißt, wir könnten mit der Karte 4 Punkten in Asien machen. Also diese Vietnam-Karte ist schon auch ganz schön geil, ne? Weil wir, obwohl, wir können ja, glaube ich, auch. Oh nee, also wir haben eigentlich keine direkte Verbindung. Wir müssten hier über Korea gehen. Korea, Vietnam ist eigentlich ganz geil. Da könnte man Thailand attackieren, aber. Das würde ich sagen, dass. Lane Headline Face to Cancel. Das ist ein Headline Event. Das heißt, jetzt schadet die uns auch gar nicht mehr so, die Karte, ne? Was ich nicht verstehe. Warum das D. Ach, De-Stalinization. Ah, okay, ich dachte, das heißt De-Stabilization. Okay, nee, dann passt das schon. Ja, irgendwie so die Knallerkarten haben wir echt nicht, ne? Influence. Cuba. Gains sufficient influence in Cuba for control. Verstehe ich auch nicht. Was heißt USSR gains sufficient influence in Cuba for control? Bekommen wir dann Punkte, um Kuba zu kontrollieren? Wahrscheinlich, ne? Verstehe die Karte jetzt so, dass wir alles removen könnten und gleichzeitig 3 Punkte kriegen, um Kuba zu kontrollieren. Bin ich mir aber nicht sicher. Du bekommst genug Punkte, um Kuba zu kontrollieren, genau. Ich würde fast das spielen. Kann der Kamerad Alex hier Vietnam uns irgendwie das abrippen? Ich glaube nicht. Wir sind auch nirgendwo so weit. Also es ist so, also angenommen, er hat jetzt so eine Karte, dass man die Punkte zählt, ja, dass er sagt, okay, Europa machen wir jetzt dicht, da zählen wir jetzt die Punkte und das wird jetzt hier gewertet. Dann habe ich, glaube ich, immer noch eine Runde Zeit, darauf zu reagieren, wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise, nee, jetzt würde es keinen Sinn machen, dass er das macht. Und wenn ich hier ins Hintertreffen gerate, dann habe ich nochmal Zeit zu reagieren. Dann könnte er aber in der nächsten Runde das dann dicht machen. Ja, irgendwie so. Ich glaube, wir spielen Fidel. Was sagt ihr? Fidel Castro, ein bekannter Mann. Wir spielen den Kommandante. Was sagt ihr, Männer? Aber ich tue hier auch gerade mal den Jan, der da so schön durchs Bild scrollt, den tue ich mal auf die linke Seite. Da hat man einen besseren Kontrast. Okay. Ja, hier Westen an Osten. Jo, bei dir wird. Ist der Osten noch aktiv oder können wir den Kalten Krieg jetzt für gewonnen erklären? Was? Wie? Nein, der ist aktiv, ja. Also ich spiele jetzt. Wartest du auch darauf, dass ich eine Karte spiele oder was willst du mir damit sagen? Ich frage mich jetzt gerade, also ich würde sonst, wenn du ein bisschen brauchst, würde ich tatsächlich mal für 3 Minuten mal austreten und eine Zigarette rauchen und wäre dann gleich wieder da. Falls du mich vermisst, bin ich also quasi kurz weg. Nee, ich habe jetzt gerade meine Karte gespielt, tatsächlich. Machen wir dann in der nächsten Runde. Tastenhauer, grüß dich. Genau, Tastenhauer. Ich warte mal. So, jetzt warte, ich glaube, ich muss immer diese Zielscheibe klicken. Und dieser Pfeil auf der linken Seite, macht man da seinen Zug dann rückgängig?
Ja, genau, mit dem Pfeil auf der linken Seite kannst du den Zug wieder rückgängig machen, wenn dir das, also wenn nicht irgendwas gespielt worden ist mit Würfeln oder sowas, aber du kannst dann halt gesetzte Influence-Punkte und sowas wieder Ah machen. Ja, okay, super. Gut, dann lege ich jetzt mein rotes Telefon wieder auf. Bis gleich. Bis gleich. Ah ja, ich muss Continue klicken, danke. Es ist ein super Spiel, muss ich sagen. Es ist echt geil. Ich habe das auch schon in meiner Amazon-Wunschliste seit, weiß ich nicht wie lange drin, aber das kostet halt irgendwie 80 Euro oder so, ne? Aber es ist ja ein geiles Brettspiel, muss ich echt sagen. Und wenn man das dann schon mal so hier auf dem Computer gezockt hat, so ist immer schön, dann solche komplizierten Spiele auf dem Computer zu lernen, weil dann, wenn man es dann mal als Brettspiel spielt, dann erhöht man so ein bisschen den Spielfluss, ne? Finde es übrigens super, dass wir hier 15 Zuschauer haben. Das ist wirklich großartig. Freut mich wirklich sehr, dass ihr euch hier alle als wahre B-Seiten-Gamer und als Träger des roten Banner hier outet. Ja, es sieht richtig gut aus, Tastenhauer. Echt, also es, ich habe jetzt heute einfach mal das Tutorial durchgezockt. Also das würde ich auf jeden Fall mal so beobachten, wenn es das im Steam-Sale mal gibt. Ist, ich glaube, es ist 2011 oder so irgendwie rausgekommen als Brettspiel und wurde gleich zum besten Spiel des Jahres für zwei Spieler und bestes historisches Spiel und führt seitdem auch die Spielecharts in den Top 3 irgendwie an oder so. Also es ist echt ein Knaller. Man lernt sau viel, habe ich so das Gefühl, ja, durch diese ganzen Eventkarten. Ich kann während der Alex hier mal, macht nochmal für die, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, nochmal ein paar Worte dazu sagen. Also es geht schon los, okay. Oh, das geht mir mal ein bisschen zu schnell hier, das ist immer zu schnell weg, okay. Nuklear Test Ban, okay, geil. Player earns VPs equal to current DEFCON Level, okay. Also Victory Points, oder was? Minus 2, then improves DEFCON Level 2. Then improves. Okay. Also, das DEFCON Level haben wir jetzt eh schon auf der niedrigsten Stufe. Wäre das jetzt auf 3 gewesen, dann hätte sich das wieder verbessert. Also, nochmal zur Erinnerung: DEFCON 5 ist die niedrigste Warnstufe. Und DEFCON 1 bedeutet ein atomarer Krieg, ne? So, dann sind wir wieder dran. Und jetzt also nochmal für die, die zugeschaltet haben, wir kämpfen halt hier um, wie das beim Kalten Krieg tatsächlich so war, ne, um Einflusssphären. Man sieht hier die Punkte, die man benötigt, die man mehr benötigt als der Gegner. Es gibt sogenannte Battlegrounds, die sind hier rot und sogenannte Non-Battlegrounds, die sind hier blau. Und hat man jetzt so viele Punkte, Einflusspunkte, wie jetzt wie Jugoslawien, dann wird das hier so rot. Ansonsten ist das eher so ein weißer Spielstein mit einer roten Zahl und so sieht das aus. Und wenn er jetzt hier einen Punkt rein macht, dann verliere ich hier die Kontrolle. Allerdings kostet das 2 Punkte, das Investment, wenn mir das Land gehört. So, also Alex ist jetzt hier rauchen. Sollen wir dann mal, würde fast sagen. Sollen wir mal die China-Karte spielen? China-Karte ist eine Spezialkarte und es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, hier so eine Karte zu spielen. Also ihr könnt entweder die Punkte hier oben spielen, dann bekommt man eben die Einflusspunkte, die man direkt hier rein investieren kann. Man kann Realignment Roll machen, da reduziert man mit einem Würfelwurf den Einfluss des Gegners halt in einem kontrollierten Gebiet. So kann man zum Beispiel versuchen, die Kontrolle dem hier abzuluxen, was dann wiederum ein billigeres Investment nach sich ziehen würde. Man braucht dann eben nur einen Punkt, um da zu investieren. Man kann einen Staatsstreich machen. Da würfelt man dann direkt gegen die Stabilität hier oben. Also Italien wäre zum Beispiel sowas. Die Karte finde ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, die finde ich so ein bisschen sinnbefreit. Dann gibt es noch was, man kann ein Event spielen, ja. So hier unten ist immer noch ein Event mit auf einer Karte drauf. Das könnt ihr entweder direkt spielen. Wenn der Stern hier rot ist, ist das ein russisches Event. Wenn der weiß ist, ist das ein US-amerikanisches Event. Und wenn ich dann die Punkte spiele, um sie zu verteilen, bekommt der Alex dann das Event geschenkt sozusagen, ne?
Sollen wir einen Putsch in Italien versuchen? Mit 3 Punkten. Wir würden gegen eine 4 würfeln. Ja, oh, ist schwierig. Nee, sehe ich nicht. Ganz ehrlich sagen. Boah, der hat da schon 4 Punkte rein. Naja, macht Sinn. Moment, es ist aber noch was anderes. Man bekommt, glaube ich, auch irgend noch einen Bonus für angrenzende Länder bei irgendwas. Ich weiß leider gerade nicht, was das war. Vielleicht hat das bei einem Putsch auch zu. Wir mal gucken, ob er hier irgendwie ein. Okay, was meint ihr? Was machen wir? Putsch geht doch in Europa nicht mehr. Ist es. Nee, ich glaube, das ist noch nicht getriggert, oder? Das Event. Ich dachte, er muss erst seinen. Mal. Hier. Der muss, glaube ich, erst seinen Marshallplan spielen. Muss erst den. Warte mal, wir können mal. Zu. Schau mal. Player no longer make QR realignment roles in any US-controlled countries in Europe may not attack. Nee, warte mal. Hier, play after Marshallplan or Warschauer Pakt. Also das geht noch. Da Italien ist schwierig. Was meint ihr? Das hier nochmal. Play this card with a card containing your opponent's event. The event is cancelled, but you may use its operations value to conduct operations. Cancelled card returns. Sehe ich nicht. Play this card simultaneously with a card containing your opponent's associated event. Event is cancelled, but you may use its. Kann ich damit eine. Ah! Verstehe. Kann es sein, dass wir das damit spielen können dann und wir dieses Event damit canceln? Wir probieren das jetzt mal, ja? Warte mal. Wir können es ja rückgängig machen, hoffe ich. Wir machen mal. Wie heißt das? Place Influence. Und jetzt sowas. Irgendwie? Nee? Nee. Nee, geht nicht. Okay, warte. Hat nicht geklappt. Warte mal, vielleicht. Dann vielleicht Play Event? Event. Oh, ne, oder? Versteht das jemand? Hey, vielen Dank fürs Folgen. Super geil. Da waren das diese ganzen Fanfaren vorhin. Tatsächlich waren das alles Subs, wa? Von euch. Ihr Räuber. moin. So, jetzt mal hier vorbeischauen. Ah ja, der Doppelagent. Also Leute, Vorsicht jetzt, was er sagt. Der Jan hört mit. Moinsen Bergzwerg. Großer Führer der Glorchen. Jawohl. Wen spielen wir denn eigentlich gerade? Warte mal, ich guck mal eben. Wir sind. Ne, warte mal, wo sehen wir das? Ja. Ja, Stalin. Wen sonst? Oh, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Moment, sind wir noch Stalin. Leute, habt ihr Vorschläge? Oder guckt mal jemand irgendwie im Übersetzungsding oder wie man hier diese Karte spielt. Kann ich jetzt eigentlich hier draufdrücken oder was erfahren? Versteht es nicht, ne? Play this card simultaneously with a card containing your opponent's associated event. Attempt realignment in two countries. Ah, okay, weil das hier. Mach jetzt noch mal. Play Event. Select Opponent Event Card. Play. Place Influence.
Ja, ist doch geil, oder? Zack. Ist doch Hammer. Das hätte ich halt gerne mit der NATO am besten am Anfang gemacht. Aber das ist doch cool. Was haltet ihr jetzt von der Variante? Da können wir 2 Punkte verteilen. Und wir haben gleichzeitig das Event für den Alex hier negiert. Sollen wir... Oder warte mal jetzt. Days to Influence. Ah ja, okay, jetzt können wir noch 2 Influence. So, also, was haltet ihr davon? Wenn du die Karte spielst, bekommt der Army ein entsprechendes Event für die Karte. Nee. Ist jetzt so verstanden, dass wir jetzt dieses Event hier, was normalerweise für die Amerikaner, das haben wir jetzt negiert. Ne? Also wir spielen das hier mit einer Karte, die ein gegnerisches Event beinhaltet, ne? Ja. Haben wir 2 Punkte. Sollen wir uns einen Irak holen? Boah, Europa, wir müssen in Europa was tun. Holen uns Griechenland. Müssen wir aufpassen hier. Domination. Wir müssen was in Europa tun. Sagt ihr? So, dann haben wir nämlich hier wieder das Gleichgewicht des Schreckens. So heißt das Spiel übrigens auf Deutsch. So machen wir das. Geiles Spiel, ey. Gefällt mir richtig gut. Muss ich echt sagen. Gefällt mir super, super gut. Ich hole mir das auf jeden Fall als Brettspiel. Wenn ich mal 100 Euro irgendwie über hab. Und die mal nicht in meinen YouTube-Kanal stecke. So, Prost, Genossen. Nostrovia. Mensch, 18 Zuschauer. Wahnsinn. Richtig cool, Leute. Ja, für alle, die mich jetzt irgendwie hier nur auf Twitch gefunden haben, die können natürlich auch sehr gerne mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf einem meiner befreundeten YouTube-Kanäle, die ja hier auch zahlreich anwesend sind, da sei zu nennen Let's Play History und natürlich mein alter Weggefährte, der Tastenhauer. Und über den Hobby-General brauchen wir jetzt gar nicht reden. Den werdet ihr alle kennen. Mit dem spiele ich ja gerade. schau mal beim Hobby-General PDF-Datei mit Übersetzung der Karten. Ja, so wie ich dich kenne, hast du die falsch übersetzt, um uns hier vom rechten Pfad des Sozialismus abzubringen und irgendwie irgendwelche Vorteile für den Kapitalismus rauszuhauen. Ich traue dir nicht. So, warte mal, wo soll ich reingucken? Im Hobby-General? Oder wo hast du das gepostet? Staatschef der USA, hier bitte für den Staatschef der UdSSR. Ja, hier ist der Chef der UdSSR. Wie heißt das eigentlich? Generalsekretär, nee, oder wie heißt er von den Russen? Ich glaube Generalsekretär, ne? Ist schon so lange her wieder, gell? Man ist ja, Wahnsinn, aufgewachsen. Ja. Ich bin damit aufgewachsen, mit diesem Kalten Krieg und mit diesem Gefühl der Bedrohung aus dem Osten und habe alles wieder vergessen. Ich wollte Ihnen nur gratulieren für Ihren hervorragenden Schachzug. Die UN einzuschalten halte ich für ein gerissenes Manöver. Allerdings werden wir kontern, das verspreche ich Ihnen. Leere Drohung. Hallo, sind Sie noch da, Herr Generalsekretär? Ja, das war das Kommentar dazu war intern. Ja, dann ich bin gespannt, Amerikanski. Dann muss ich mir deinen Stream mal morgen mal angucken, was du da intern gerade geredet hast. Dann auf Wiedersehen, Ruski. Ja, das ist ja deine Doppelagenten, die hier rumschleichen. Einen habe ich ja schon ausgemacht. Die schleichen überall rum, aber sie halten, sie verraten nichts, das ist schon mal sehr gut. So, und ich verbitte mir jetzt weitere Störungen hier, während ich meine Planungen habe. Auf Wiederhören. Jetzt müsste ich gerade mal so ein Sputnik-Geräusch einspielen oder so. Das ist auch geschickt gemacht, diese Anordnung dieser Felder. Da sieht man echt, die Jungs, die das Spiel entwickelt haben, haben sich hier echt Gedanken gemacht, ne? Ja, also man kommt ja über, also ich kann es ja nicht hier einfach Einfluss rein platzieren, sondern ich muss ja hier so über diese Balken gehen, ne? Das macht natürlich Sinn irgendwie, dass das eigentlich hier eher traditionell amerikanische Einflusssphäre ist, ne?
Ihr Titel ist Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Genosse B-Seitengame. Ja, vielen Dank mit dieser Richtigstellung. Aber so viel Zeit muss natürlich sein. Ja, ich sehe schon, der hat hier wirklich Europa auf dem Kieker natürlich. Ne, hier wollte ich jetzt nicht rein, sondern hier wollte ich rein. Ah ja, hier sieht man nochmal, was für Karten hier gespielt wurden. Und wenn der wirklich diese Karte hat, ja, dass man hier in Europa die Punkte zählt, wovon ich mal ausgehe, dann hat er, dann wird es auch langsam hier eng, ne? Weil wenn er die auf der Hand behält halt, dann weiß gar nicht, ob er das Spiel verliert oder ob er da dann nur den Zug irgendwie verliert oder den Kontinent oder so. Wir haben nur noch zwei Karten. Der hat fünf. Wie sieht es denn eigentlich in Asien aus? Ach, das wird noch nicht gewertet. Das kommt, weil das natürlich historisch auch am Anfang noch nicht so das Problem war, ne? Oder beziehungsweise noch kein Brennpunkt. Während Europa ging natürlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg los und auch im Mittleren Osten war natürlich sofort, ich denke mal wegen der Ressourcen, ne, so ein bisschen, aber seht ihr, also das hier, beziehungsweise nee, hier in Asien. Ach nee, das stimmt, ich erzähle hier Unsinn, weil das. Nee, doch. Australien gehört ihm schon. Aber das kommt dann später ins Spiel und wird dann, glaube ich, auch zunehmend wichtiger. Nee, das ist Südostasien, Asien. Ah. Da können wir uns. Mit der China-Karte könnten wir uns halt Fett Korea holen, ne? Aber wir müssen mal ein bisschen mehr Druck jetzt hier in Osteuropa machen, da. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind, also die Initiative liegt hier ganz klar beim Westen, ne? Oh. Influence. Geht der. Zwei Punkte Portugal. Wir gucken mal, was hat er da gespielt? Wo sehe ich das? Hier war das irgendwie. Es ist ein US-amerikanisches Event. Ich glaube, das wird nicht getriggert. Alex? Ja. Sag mal, wenn du jetzt die Karte, die du gespielt hast, dieses Event, das hast du jetzt nicht bekommen, ne? Du hast jetzt nur die Punkte bekommen. Genau, ich habe die Karte nur für den Punktwert gespielt. Ja, okay, genau. Es zählt nur, wenn es ein gegnerisches Event ist, ne? Genau, wenn ich jetzt eine Karte spiele, mit die quasi dein Event drauf hat, dann wird dein Event ausgeführt. Ansonsten muss ich mich entscheiden, spiele ich mein Event oder nehme ich die Operation-Punkte. Jo, vielen Dank, Herr Präsident. Gerne, Herr Generalsekretär. Moin, Matzen Otor. Spricht man das so aus? Oder ist es Matzen Otor? Wie auch immer. Ich grüße dich. Schön, dass du einschaltest. Fluten wir das westliche Europa mit unserem billigsten Wodka. Genau, den guten behalten wir bitte bei uns, Genosse Generalsekretär. Die Amerikanskis vertragen deutlich weniger als wir. Selbst mit 3 Promille schießen wir uns ein roter Wüsten noch auf 450 genau. So sieht's nämlich mal aus, Genosse Zwerg. Wunderbar. Ja, das ist sowas motiviert. Toll, sowas, genau. Der feste Glaube an die Überlegenheit der sozialistischen und kommunistischen Ideologie und Technologie, selbstverständlich, das werden wir dann auch noch beweisen, nämlich. Aber wir müssen natürlich jetzt hier in Europa mal ein bisschen Gas geben hier. Schauen wir mal. Ich vermute mal, Europa wird das erste jetzt sein, was hier gezählt wird. Wir könnten hier 3 Punkte uns holen. Wir könnten uns 5 Punkte in Asien holen. Wir könnten uns damit 4 Punkte in Europa holen. Plus one operations value when all points are used in Asia. Pass to opponent. Das gefällt mir natürlich am besten. Wir sind überall auf der Erde. Wir sind überall. Das ist aber das, was du gemacht hast. Erde. Auf der Erde leuchtet ein Stern. Aber der Stern leuchtet trotzdem. Aber der Stern leuchtet trotzdem. Danke, das war geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das heute nochmal höre. Geilo, danke.
Ja, ich hatte noch ein paar Sprachsamples irgendwie, die ich da irgendwie verbauen kann. Ein paar Sachen wollte ich da noch mit reinbringen eigentlich, aber naja, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil das dann nicht zu den GIFs gepasst hat. Okay, also Männer, was macht er? Wir können an 4 Punkte hier in Europa einsetzen. Das wäre eigentlich geil. Das ist hier ganz schön. Warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt den hier als Realignment Rolls spiele? Attempt Realignment in 3 Countries. Wir könnten halt versuchen. Die Chancen sind halt relativ gering, glaube ich. Wir könnten halt versuchen, das runterzuwürfeln. Um die Chancen zu erhöhen, könnten wir natürlich die China-Karte dafür nutzen. Dann könnten wir das in 4 Ländern machen. Na, also Realignment, da versuchen wir allerdings mit einer relativ schlechten Würfelchance. Aber natürlich dadurch, dass wir das dann in 4 Ländern machen, erhöhen wir die Chance, ja. Allerdings würden wir natürlich, wenn wir die China-Karte dafür nutzen, ne, da können wir jetzt in 5 Countries, da können wir hier 1, und da brauchen wir ja nur, das um 1 zu senken, und der verliert die Kontrolle, ja. 1, 2, 3, 4, ja, und 5, das ist ein bisschen sinnfrei. Weiß nicht, aber da verschenken wir halt einen Punkt, was wir in China, und damit könnten wir uns Asien holen, ne? Weil wir hätten, da könnten 5 Punkte da reinsetzen, könnten wir uns Japan holen. Aber wir haben ja auch noch hier Vietnam. Ich glaube, da bei dieser Karte die Punkte zu spielen, macht eigentlich am meisten Sinn. Geh mal wieder zu Alex. Nimm dir doch Israel, den Nahen Osten. Das Problem ist, Adler, wir sind jetzt hier schon hinten dran, ja? Das heißt, wenn das aufeinander, ich glaube, das wird dann miteinander verrechnet, ja? Also der Alex, wenn wir jetzt die Punkte zählen, also wenn ich jetzt hier nichts mache, das bleibt so, und der Alex hat diese Karte, die besagt, ich vermute mal, dass er sie hat, ja? Werte jetzt Europa, die Scores in Europa. Die Scoring Card heißt es genau so, jetzt habe ich endlich den Namen. Die Europa, die European Scoring Card, ja. Dann würde der Alex in der nächsten Runde diese Punkte zählen. Und zwar, die sind 5 Punkte für Amerika, da wird der 5 Punkte kriegen, bei 20 Punkten im Hintertreffen würde Amerika gewinnen, ja. Das heißt, es ist, ne, also der dominiert Europa halt, ja. Ein imperialistischer Überläufer, niemals den Glauben an das ruhmreiche sowjetische Vaterland verlieren. Nostrovje, Genosse. Darauf trinke ich. Das heißt, wir müssen hier in Europa, generell, Adler, würde ich dir da zustimmen, aber nur, wenn wir jetzt hier nicht eine amerikanische Dominanz haben. Und eine amerikanische Dominanz ist hier in Europa, können wir nicht hinnehmen. Die Frage ist, wie reduzieren wir diese Dominanz? Wir könnten natürlich ganz plump jetzt hier rein investieren. Das würde aber zu viel Punkte kosten. Wir könnten ein Realignment machen. Also diese Karte zum Beispiel hier, Relocate 4 Influence Points to Non-US Controlled Countries, das macht keinen Sinn, weil wir nirgendwo Punkte drin haben, die, aber da sagt ja auch niemand was von Europa, ne? Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht den Mittleren Osten, Asien haben wir ja auch ein Gleichgewicht, also diese Karte, also das sehe ich irgendwie nicht. Die macht auf jeden Fall May relocate up to 4. Also da verschieben wir nur Punkte, das macht keinen Sinn. Also das würde Sinn machen, hier das als Influence zu spielen, dann könnten wir 3 Punkte in Europa bringen. Da könnten wir uns einfach noch hier so ein Non-Battleground holen. Ja, aber so kannst du Druck machen und ihn dazu bringen, zu reagieren. Das Problem ist, wir sind, die Initiative hat hier die USA, ne? Es bringt halt nichts für mich, hier Druck zu machen.
Weil er, wenn er dann jetzt, wenn ich jetzt hier Druck mache und er sagt, okay, dann zählen wir jetzt hier die Punkte, dann habe ich die 5 Punkte verloren. Und dann sind wir in, ja, dann sind die Punkte durch für diese Runde, ne? Also für, nee, warte, hä? Für diese Runde hier. Die werden ja nur einmal gezählt, die Punkte. Und ich vermute mal, es geht hier um Europa. Von daher, wir können das nicht hinnehmen. Druck könnten wir machen, wenn das jetzt hier gleich wäre, ja? Dann könnten wir hier Druck machen. Die Frage ist jetzt nur, wie bringen wir das wieder ins Gleichgewicht? Er hat hier 3 Battlegrounds, ne? Das ist auch echt ganz massiv. Ich würde sagen, wir machen ein Realignment. Probieren es mal aus. Ich muss ja im Endeffekt das Spiel auch lernen. Die Frage, oder sollen wir einfach. Also bis jetzt war es immer so, wenn ich mir ein Land geholt habe, dann war das Gleichgewicht ja wiederhergestellt, ne? Guck mal, Place Influence. Mal sagen, wir gehen hier mal nach Ungarn rein. Es gibt auch irgendeinen Bonus, wenn man hier einen Putsch macht. Diese China-Karte zu opfern für ein Realignment ist ganz schön krass. Vielen Dank, Jan. Ah, ne, Adler, sorry. Das ist, weil da oben der Name Jan durchtickert. Ich mach den Jan mal wieder hier runter. Da, das. Vielen Dank fürs Folgen, mein Lieber. Sau cool. Okay. Leute, ich brauche Input. Ein Putsch. Die Frage ist, wo? Das Einzige wäre Italien. Nimerion, mein Lieber, wie geht's dir? Schön, dass du einschaltest. Das Problem ist, wenn wir jetzt in Italien putschen, wir könnten hier mit, wir machen das mal rückgängig, mit einer 3 putschen, dann würden wir würfeln gegen eine 4. Wir könnten hier mit einer 4 putschen, dann würden wir würfeln gegen eine 4. Dann müssten wir schon mal 3 mehr würfeln, als er hier hat, um hier seinen Einfluss zu senken. Das Ding, ich probiere es jetzt mal aus. Es wird entweder voll die Pleite oder ein Geniestreich. Realignment Rolls in 5 Ländern. Wir können. Oh, ich habe Angst. Attempt Realignment in 5 Countries. Warte mal, wir gucken mal, ja? Result Preview 100% plus 5 plus 0. Ah, weil die nach, warte mal. Italien. Ah, da, ah, okay. Das ist das mit diesen Nachbarländern. Attempt Realignment in 5 Countries. Es ist halt schon hart, ne? Ja, wir müssen, es nützt nichts. Wir müssen hier. Das kannst du völlig vergessen. Das auch. Mal 5, also. Naja, vergiss es. Nee, das ist Quatsch. Wir probieren noch mal was anderes. Wir probieren mal hier ein. Putsch in Italien. So würde dann, wir würfeln hier gegen eine 4. Ja, das ist halt dann wirklich 50-50 Chance. Deutschland für einen Putsch, meinst du? Musst viel mehr Punkte jetzt in Europa investieren, das lohnt nicht. Haben wir einen Meister? Vielen Dank für das Abi, Nimerion. Du bist der Allerbeste, ey. Das ist übrigens die Putin-Fanfare, die wir da hören. Also, da müssten wir eine 6 würfeln, wenn er eine 3 würfelt, ne? Um hier.
Aber dann haben wir die Kontrolle, oder wie ist das? Das ist hart, ey. Boah, krass. Ja, ich glaube, wir müssen in Europa einfach Punkte investieren. Das ist das Einzige, was hier gerade Sinn macht. Das ist Influence. Wir können leider nur ein Land. Welches Land nehmen wir denn? Wir können Ungarn, die Tschechoslowakei, Bulgarien. Ja, ich würde... Am geilsten wäre natürlich Italien, hier Österreich. Weil wir holen uns erstmal Ungarn, ne? Nee, das bringt nichts. Wir investieren die Punkte dann besser erstmal in Europa, denke ich auch, ja. Ja. Und was meint ihr? Ungarn, Tschechoslowakei? Was geht hier noch? Ah, warte mal, wir können Finnland holen. Hat das irgendeinen Vorteil für uns? Nö. Türkei? Ah, warte mal. Wir könnten uns die Türkei holen, was halt... Und dann trotzdem Druck in Europa machen. Sichern wir den Balaton-Generalsekretär. Schaut mal, was haltet ihr von der Variante? Wir holen uns die Türkei, damit müssten wir das... Wir können es ja mal austesten einfach, ja? Das kostet ja nichts. So, dann haben wir hier wieder ein Gleichgewicht. Und dazu... Wir haben jetzt noch einen Einflusspunkt. Holen wir uns den Libanon. Dann haben wir nämlich auch... Nee, haben wir doch keinen Druck gemacht. Okay. Dann würde ich sagen... Weil die Türkei ist billig und bringt für uns das Gleiche, ne? Es ist ja quasi geschenkt. Also die holen wir uns auf jeden Fall, würde ich sagen. Warte mal. So. Place Influence. Türkei. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Den müssen wir sehr weise jetzt hier setzen. Sollen wir den Irak? Ah, warte mal. Guck mal, da sind wir dann rucki-zucki hier. Was meint ihr? Einen in Irak? Türkei plus Irak? Oder wir machen... Naja... Oder wir machen es ganz... nehmen wir sogar die China-Karte und verzichten hier auf China. Dann hätten wir einen Punkt mehr. Da verzichten wir halt auf einen Einflusspunkt insgesamt, ne? Da könnten wir uns aber Libyen holen und dann hätten wir nämlich den Druck. Pass mal auf. Wir nehmen die halt. Wir machen das. Place Influence. Da verschwenden wir jetzt halt einen Punkt in China, aber scheiß mal auf Asien. Wir holen uns die Türkei und wir holen uns Libya. Bam. Jetzt haben wir nämlich diesen Druck gemacht. Adler, was sagst du? Was sagt ihr? Und dann kann er jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres hier, weißt du? Weil wenn er diese Europakarte hat, was ich stark denke, was denn? Was mit Irak? Ach so. Naja, das würde das Gleiche ausmachen. Ja, du hast recht. Ja, das ist eine gute Idee. Warte mal. Ja, du hast recht. Warte. Sehr gut. Wir hatten gesagt, so. Place Influence. Türkei. Dann kriegen wir den Irak. Ja, du hast recht, weil hier kommt er nicht ran. Er hat ja kein benachbartes Land, weißt du? Also kein... Weil er muss erstmal hier Einfluss aufbauen, um hier nach Libyen zu kommen. Das können wir irgendwann mal so aus der Portokasse sehen. Und dann könnten wir nächste Runde nochmal 3 Punkte setzen. Dann könnten wir uns den... Ja, und die könnten wir nochmal voll nach Europa ballern. Nice, Basti. Das wird gut. Ja, ja. Da trinke ich gleich nochmal einen Schluck drauf. Ich hab's ja gleich auch hart hängen wahrscheinlich. Gucken, ob der sich gleich meldet, ey.
Mal gucken. Ich funke ihn mal nicht an. Ich will mal hören, was er sagt. Wir haben halt letztlich. Sehr geehrter Generalsekretär. Mal gucken, was er sagt. Ja, bitte. Wir hatten doch letztens auf einer UN-Sitzung beschlossen, die Chinesen aus dem Spiel rauszulassen. Und ich finde ihr Manöver unverschämt. Oh nein. Was? Das kann nicht sein. Nein, das war natürlich ein Scherz. Wir haben natürlich nichts vereinbart. Ah, okay. Ah, ich dachte, du hast jetzt irgendeine Karte, womit du das wegzaubern kannst. Ja, okay. Nein. Ah, Ach, okay. Nee. Das Gute ist ja, in der nächsten Runde bekomme ich ja die Karte. Ich werde jetzt auch gleich mal erklären, was mit der Karte auf sich hat, aber die ist schon ziemlich heftig, gell? Ja, ich weiß, ich habe jetzt auf einen Punkt in Asien verzichtet dafür, aber ich musste irgendwie das mal ein bisschen da in Europa irgendwie balancen. Ja, ich habe jetzt bloß die Karte gesehen und muss mal gucken, was er jetzt eigentlich angerichtet hat. Ich befürchte Schlimmes in Europa. Aber ist schon interessant, man muss schon ganz schön nachdenken, was man macht. Total, ja, aber das macht echt mega Spaß halt, ja. Ja, ich finde auch, also da kommt natürlich die Übung kommt dann irgendwann mit rein, dass man einfach die Karten schon ein bisschen Karten besser kennt, weiß. Genau. Ja. Und momentan ist bei mir auch so, ich muss jede Karte 5-mal angucken und abwägen und sowas. Aber ja gut, man, das gehört uns. Ich erkennen, dass das echt ein spannendes Spiel ist. Ja, ist total super. Also ich habe es ja wirklich nur, ich habe wirklich nur das Tutorial mal so durchgeklickt halt irgendwie. Aber ich muss echt sagen, es ist echt ein geiles Game, ja. Ja, ich schaue jetzt mal, was du in Europa angerichtet hast und dann hören wir uns bestimmt später nochmal. Ja, auch ich würde im Mittleren Osten würde ich mal gucken, ne, was da so also los ist. Ja, da werden wir schon noch treffen da. Also bis später. Jo. Es gehört uns, Genosse Generalsekretär. Zeit, unsere T55 zu betanken. Ja, und in Sonna sehr Strand. Darauf trinke ich. Muss noch irgendwie so einen Trink-Jingle hier einspielen, glaube ich. Ja, Leute, was haltet ihr von dem Spiel? Ich find's echt mega geil, muss ich echt sagen. Also, ja. Das ist echt ein Bombenspiel. Oh, hier, Südafrika. Habe ich übrigens eine sehr interessante Dokumentation gestern gesehen. Es gibt einen Stamm hier in Südafrika. Ja, die sind, wie sie es für die Region gehört, sind die Raben schwarz und die behaupten schon seit jeher, dass sie Juden sind. Und, da war so ein, so ein Historiker, der so Nachforschungen angestellt hat, was die jüdischen Stämme angeht, die aus Zion irgendwie vertrieben wurden damals. Ich kenne mich da jetzt mit diesen alttestamentarischen Sachen nicht so genau aus, aber das fand ich schon ganz schön beeindruckend. Und es wirkt natürlich erstmal absurd, ja, dass so ein schwarzer Stamm jetzt irgendwie jüdisch sein soll, aber die haben tatsächlich viele jüdische Rituale und so. Und da hat er eine Vorlesung gehalten über eben diesen zionistischen Kram und so. Und da saßen auch so ein paar Schwarzafrikaner bei ihm in der Vorlesung. Er sagte, die sind total aufgefallen, weil die halt mega abgeranzt so waren und barfuß und so, ne? Und dann kamen die halt nach der Vorlesung zu ihm und haben gesagt, so ja, sie wären einer der vertriebenen jüdischen Stämme, die da vor 2000 Jahren oder wann das war, vertrieben wurden und dass sie auch jüdische Riten haben und so. Und da ist er erstmal ein bisschen unglaublich. Das war irgendwie Anfang der 90er. Und dann ist er da irgendwie hin und war dann erstmal beeindruckt, dass die halt auch diese Käppis da getragen haben und koscher geschlachtet haben und ja, eben so jüdische Rituale da gepflegt haben und so. Und hatte dann auch einen Verdacht halt irgendwie, dass sie halt, ja, sie sagten, so den Sagen nach, seien die Vorfahren irgendwie mit dem Schiff gekommen und haben so eine Stadt an der afrikanischen Küste gegründet, die sie Zion genannt haben, allerdings ein anderes altjüdisches Wort dafür, ich weiß nicht mehr, Sin oder Zin oder irgendwie so. Und man weiß aber nicht genau, wo die Stadt war. Und er hat dann so auf der Landkarte einfach mal den kürzesten Weg genommen und da kam dann nur der Jemen irgendwie in Frage, dann ist er da irgendwie hin. Und hat dann mit so einem Scheich da gesprochen, hat gefragt, er sucht so eine Stadt, die heißt irgendwie so und so. Und dachte, ja, kann ich dir sagen, musst du einfach nur hier die Straße lang, dann ist das da. Und prompt war dann diese Stadt auch da. Und von daher haben eigentlich alle Indizien jetzt so dafür gesprochen, dass das irgendwie stimmt, aber beweisen konnte er es irgendwie nicht, dass sie wirklich ein jüdischer Stamm sind. Und jetzt in den 2000 haben die dann mit der Universität
Jerusalem, glaube ich, oder so, haben die dann gentechnische Untersuchungen gemacht. Und dieser schwarzafrikanische Stamm, die haben gesagt, dass sie ein Nachfahren von einer elitären Kaste sogar sind. Also, dass dieser Stamm, von dem sie abstammen, dass das eine jüdische Priesterkaste waren. Und jetzt ist das genetisch tatsächlich bewiesen, dass sie tatsächlich dann irgendwie war die Priesterkaste wurde immer, also das Priesteramt wurde immer vom Vater auf den Sohn vererbt. Darum haben alle Juden, die einen bestimmten Nachnamen haben, sind eben Nachfahren dieser Priesterkaste. Und die haben immer alle ein bestimmtes Gen halt irgendwie. Und das hat man bei 50% der Männer bei diesem südafrikanischen Stamm nachgewiesen. Also tatsächlich ist dieser afrikanische Stamm Nachfahren der jüdischen Priesterkaste von vor tausenden von Jahren. Fand ich irgendwie mega interessant. Also super krass. Und so witzig, wenn du die erstmal so gesehen hast. Nee, so, ja, nee, ist klar, ihr seid Juden. Ja, ja, so seht ihr aus, ne? Also, aber echt irre, also. Naja, das nochmal als Fun Fact am Rande. Habe ich irgendwie gestern Abend, nee, oder ja doch, gestern Abend. Hatte mich auch erst ein paar Minuten nicht gedacht. Genau. Ja, es macht so optisch nicht so lange her, so viel her, das Spiel. Ne? Und ich habe es tatsächlich schon, ich habe es irgendwann mal bei Steinwallen, der hat das mal vorgestellt und hat das auch schon sehr empfohlen. Und seitdem habe ich es eigentlich auf dem Rechner, aber ich hatte halt nie Bock, das gegen die KI zu spielen, weil gegen die KI finde ich es auch irgendwie ein bisschen langweilig. Muss ich sagen. Und von daher fand ich es total geil, aha, dass der Alex das vorgeschlagen hat. So, dann gucken wir mal. Early War. Formers on Resolution. Taiwan shall be treated as a battleground. Der hat jetzt das Event gespielt, ne? For scoring purpose if the US controls Taiwan. When the agent scoring card is played during final scoring at the end of the turn, Taiwan is not a battleground country for any other. Was? Oh, der putscht. Wir hatten 6 gewürfelt, Success. Du hast nicht gerade geputscht. Der Sack. Ein erfolgreicher Staatsstreich in Griechenland. Chapeau, Monsieur. Verdammt. Da. Wo? Ja, also dafür ja und russisch. Ja, ja, ist klar. Das kann ich und dabei. Njet kann ich noch und Nostravia. Ja, wirklich eine Schweinerei. Ja. Ja, das ist natürlich bitter jetzt, ne? So. Ja, das bringt ja nichts, weil es geht ja nur no more than 200 may be placed in the same country. Also das. Na gut. Verdammt, ey. Diese Ratte. So, wir gucken mal. Also wir müssen eine 5 würfeln und der eine 2. Also hier, wenn wir eine 4 würfeln, der würfelt eine 1, dann bekommen wir einen Einflusspunkt, bleibt aber die Kontrolle, bleibt aber amerikanisch, so wie ich das verstehe. Bei einer 5 und einer 2, ja, das ist nicht berauschend. Also wir würfeln halt gegen eine 4 und haben selber einen eigenen Bonus von 3. Weil wir gucken mal, was wir noch machen könnten. Wäre vielleicht ein Realignment jetzt hier. Das heißt, 60% ändert sich gar nichts, ne? Ist auch. So ein Shit, ey.
der hat auch noch jede Menge Karten. Ja, Realignment. Also es macht Sinn, wenn mal vielleicht hier vielleicht. Ja, also da steigt das dann schon ein bisschen, ne? Also 14%, dass er einen verliert und 30%, was dass er zwei verliert. Also wenn du halt, weil das wird ja die modifiziert durch die Nachbarn, ja? Also die kontrollierten Nachbarn. Und hier macht es halt keinen Sinn, einfach weil Frankreich geschützt ist sozusagen, ne? Und im Herzen Europas liegt. Alex? Ja. Was ist denn eigentlich? Ich habe jetzt ja nur noch eine Karte zu spielen. Was ist denn, wenn ich jetzt diese Karte gespielt habe? Kannst du dann deine Karten ohne mich runterzocken oder wie läuft das dann? Ne, ich habe zwei Karten noch, sorry. Ich wollte sagen, du müsstest eigentlich noch zwei Karten haben. Ja. Und woran du immer denken musst, also falls du es hast, aber das steht ja auf der Karte auch direkt draufgeschrieben, die Scoring-Karten musst du in der Runde spielen. Wenn du eine Scoring-Karte nicht spielst, ist es vorbei. Ja, das weiß ich. Also hast du auch keine Scoring-Karte oder was? Die Sache ist halt die, dass man, also ich bin mir halt nicht sicher, ob ein Spiel darauf hinweist, deswegen habe ich dich jetzt einfach nochmal darauf hingewiesen, dass man die auf alle Fälle spielen muss, aber ich glaube, so wie ich die Umsetzung verstehe, ist schon so, dass ein Spiel echt immer intelligent darauf hinweist, was man tun darf oder nicht tun darf. Okay. Sind wir mal gespannt. Ah, okay, ich verstehe, der Alex hat jetzt eine Score. Ich kann dass du die, Mittelasien, dass du Mittlerer Osten, du die Scoring-Card hast, aber anscheinend nicht, hä? Wer weiß. Achso, alles klar. Ich schick mal jemand rüber zu dir. Ja, ja, kannst den Jan rüber schicken. einige, die ich von aus deinem Discord kenne, beziehungsweise einer, der ist jetzt auch hier drüben. Ist anscheinend ganz interessant, mal die Seiten zu wechseln. Name bitte, das wird sofort notiert. Ja, der ne, ich verrate es mal nicht. Ja, wir werden uns morgen im Discord drüber unterhalten. Ah, ja. So, also dann, wer ist denn eigentlich dran? Ich bin dran. Also das heißt, der Alex hat die, wie heißt es, Scoring Card für Europa und noch zwei Spielkarten. So würde ich das mal sehen. Mit ein bisschen Glück, ja, hat er noch eine Karte, die ein Event für uns triggert. Wir machen jetzt hier Influence, das bringt sonst nichts. Place Influence. Mal testhalber, das kostet ja zwei Punkte, ne? Ja, ja. Also, da verschwenden wir halt einen Punkt, ne? Ja, wir holen uns jetzt einfach noch ein Dreierland, würde. Was sagt ihr? Wieder einmal zeigt sich die hässliche Fratze des westlichen Klassenfeindes, der nur die Stimme des Krieges kennt. So sieht's nämlich aus. Frieden predigen und Hass sehen. So sieht's doch mal aus. Lasst Finnland mehr holen. Weil Finnland, das ist halt da hinten in der Ecke, das juckt doch irgendwie keinen, oder? Könnt natürlich auch hier, dass wir Griechenland ein bisschen auf den Sack gehen und auf die Pelle rücken. Würde ich sagen, fast Leute. Darf ich einfach mal fragen, was passiert, wenn wir Israel wegmachen? Du meinst, wenn wir, also ich bräuchte jetzt eh 5 Punkte hier drin, um Israel zu kontrollieren, ne? Also so einfach machst du das auch nicht weg. Und es ist ja von niemandem kontrolliert gerade, sondern die USA haben da einen geringen Einfluss sozusagen. Kontrollieren sind ja nur diese Länder und du brauchst ja immer diese Zahl mehr, als der andere einen Einfluss hat, ne? Also um jetzt Italien zu kontrollieren, müssten wir 7 Punkte hier drin haben. Ich würde fast hier, ja, obwohl das, warte mal, wir müssen, warte mal. Das Problem halt, wir haben danach dann nur noch 2 Punkte maximal zu verteilen. Die können wir aber nutzen. Könnten wir aber dann nutzen. Ah, das machen wir dann, ja, oder? Macht das irgendwie Sinn? Ja. Also mein Plan wäre jetzt,
Iran wegnehmen, wie gesagt, du musst, also ich glaube, der Alex hat die European Scoring Card. Und wenn jetzt gescored würde, ja, also wenn wir jetzt hier nichts machen und der spielt nächste Runde diese Scoring Card, dann bekommt Amerika 5 Punkte. Und das sind die Punkte, die einfach zu holen sind in dieser Runde, ne? Wenn wir das ausgleichen, ja, also angenommen, er hat diese Scoring Card, dann hat er noch zwei Spielkarten, wie wir jetzt auch. Der muss diese Scoring Card spielen. Ah, machen wir mal zu hier. Ja. Oh, da ist ja die Runde dann schon fertig. Haha. Angenommen, der hat die Scoring Card. So, obacht jetzt, ja. Angenommen, er hat die Scoring Card für Europa. Die muss er spielen vor dem 6. Zug. Oder er verliert entweder den Kontinent oder er verliert sogar das Spiel. Das weiß ich nicht genau. Ja. So. Dann gleichen wir das jetzt wieder aus. Dann würde er vielleicht versuchen, hier nochmal einen Vorteil zu kriegen. Also wenn wir jetzt hier nichts machen in Europa, ja, dann spielt er einfach nächste Runde die Scoring Card. Bekommt hier 5 Punkte auf seinem Konto. Bei 20 hat er gewonnen. Und gut ist, ne? Herr Generalsekretär. Ja, Amerikanski. Mir ist gerade was Wichtiges aufgefallen. Und zwar, wir hatten ja letztes Mal noch gelacht, dass du nur 3 Stunden Zeit hast für deinen Zug. Ja, das geht ganz schön runter schnell, ne? So. Ja, ich habe das auch irgendwie nicht, ich dachte irgendwie, du hast jetzt vielleicht per E-Mail, du hast jetzt 3 Stunden Zeit, mir den Zug zurückzuschicken. Aber es ist ja quasi wie eine Schachuhr. Also das habe ich nicht realisiert. Ja. Ja, aber insgesamt sind es trotzdem irgendwie 6 Stunden. Aber ich sehe schon, ziehst wesentlich schneller als ich, ne? Ja, mir fällt mir nur gerade auf, du hast bloß noch 1 Stunde 45 auf dem Ticker. Na gut, ich verstehe, dann machen wir das jetzt. Aber ich denke mal, ich muss ja sagen, ich meine, 1 Stunde 45 bei dir und wir werden ja auch nicht bis um 4 Uhr streamen. Einmal das, ja. Und ich habe nicht über die Spielmechanik nachgedacht, was es bedeutet. Steht es halt drin mit in 3 Stunden, aber. Verliert man dann oder was? Oder ist dann, kann ich dann, oder wie ist das dann? Ich habe keine Ahnung. Das glaube ich einfach nur, um das Spiel ein bisschen zu limitieren, ne? Aber jetzt gerade so in der Lernphase muss man ein bisschen nachdenken, ne? Ja, da auf alle Fälle. Also ich muss ja auch mal recht lang nachdenken. Ich reagiere momentan eher auf dich, nur wie gesagt, als Hinweis, mir war es nicht klar, was die Glock soll. Jetzt wissen wir es auf alle Fälle. So, also das ist jetzt meine Idee, ja. Dadurch erhöhen wir den Druck hier ein bisschen in Griechenland. Das ist. Oha. Ach krass, scheiße. Shit. Ach du Kacke. Aber was ist denn, wenn wir jetzt das hier machen am Play Event? May remove 4 influence. Also ich probiere das jetzt nur mal aus, ne? Asien. Problem war Asien. Ja, das ist alles Quatsch. Aber ich probiere es trotzdem mal aus, was das so. You must place. Ne? Ja, und es gehen ja nicht mehr als 2, ne? Ey, das ist Quatsch. Voll der Crap. Scheiße. Kann man was anderes ausprobieren? Ja. Ach krass, da muss man dann. Ach, wie krass. Das kostet dann jeweils 2 Punkte, ne? Also Italien ist quasi weg. Okay, Leute. Wir kriegen jetzt hier über Influence kriegen wir nicht Europa gebalanced.
Und das, da brauchen wir halt echt viel Würfelglück, ne? Seht ihr, also guckt, schaut mal, wenn wir jetzt hier ja, uns nochmal ein Land holen. Ja, das ändert überhaupt nichts. Der ist nach wie vor ist der dominant. Also es bleibt uns nur. Oder. Wir machen ein Alignment in three countries. Aber das sind ja so miese Würfeldinger. Hier haben wir noch die besten Chancen. Ist auch crap. Ja, wir hätten viel präsenter in Europa sein müssen. Wir hätten uns hier das ganze Gelumpe hier holen sollen, ne? Ich habe mich da so ein bisschen zu verleiten lassen vom Alex, hier im Mittleren Osten hier so stark reinzugehen. Aber egal. Der Kalte Krieg ist ein Marathon, das ist kein Staffellauf. Also wir putschen zurück. Das ist jetzt ein Gezocke. Oder du gibst Europa jetzt auf und deine Position im Nahen Osten. Ich glaube, wir verlieren das sowieso. Also ich schaff's jetzt nicht über Influence, von daher. Success! Yes! So, warte mal, ich guck mal eben. Das habe ich jetzt halt nicht auf Tasche. Warte. Wir gerade mal eben das ein bisschen zelebrieren. Ja, ist doch auch ein geiles Format, oder? Für einen Stream. Also, ja, wenn das gut bei euch ankommt, so, der Alex und ich, wir hätten auch Bock, das dann öfters zu machen und natürlich bestimmt hier auch nochmal hier unser Game weiter zocken, aber man kann natürlich auch andere Spiele mal anschauen, die so in die Richtung gehen. Finde ich eigentlich irgendwie echt ganz geil. Weil das auch so Spiele sind, wo man einfach mal ein bisschen quatschen kann miteinander und so, ne? Wenn ich so DCS streame oder so, da habe ich natürlich keine Sekunde Zeit irgendwie mal, mit euch zu quatschen oder so, ne? Von Bauern und Arbeitern getragen, konnten wir das griechische Mutterland den siegreichen Sowjetrepubliken anschließen. Freiheit für unsere kommunistischen Brüder und Schwestern. Was, da trinke ich wieder? Der Rum schmeckt besser. Ah, so still. Ah, ne. Bei mir? Ich habe gerade schon gehört, bei dir wird schon Ja. fleißig der Whisky aufgemacht. Ja, genau. Ich habe eben einen Rum, einen sehr köstlichen Rum. Papa. Was heißt der? Nee, Pap Don Pape. Und jetzt trinke ich einen Connemara, ja. Ich glaube, ich werde auch gleich mal rüber gucken bei mir in die Küche und mal schauen, was da noch steht. Ich würde dir gerne zuprosten, aber du siehst es ja nicht. Ich sehe es ja nicht, ja. Du hast mir halt noch keine Webcam spendiert. Und bei dir ist Licht heute mal gewesen, habe ich gesehen. Bist du gar nicht mehr in deiner Höhle oder was? Ja, doch, aber normalerweise streame ich ja so spät, dass es immer schon dunkel ist. Ah, ich verstehe. Ach, du bist gar nicht an irgendeinem neuen Platz. Doch, ich bin schon an einem neuen Platz, aber der ist ja trotzdem keine Höhle, es ist immer noch ein normales Zimmer und wenn es halt dunkel ist, ist es halt dunkel. Das Angenehme ist, ich muss im Hintergrund nicht aufräumen. So, jetzt haben wir natürlich was anderes. Also, der muss doch diese olle Karte haben, halt, ja. Also, wenn wir davon ausgehen, dass er die hat, dann muss er die jetzt ja spielen, sonst ist er am Arsch. Also könnten wir einfach hier. Das ist halt, ärgert mich halt ein bisschen, weil Vietnam for the reminder of there may add one operation point to any card that uses all. Points in South Asia. Das ist eigentlich eine geile Karte, ne? Also verlieren wir jetzt halt Südostasien. Auf der anderen Seite sind wir halt hier stark und würde einfach Deutschland wegmachen. Machen wir einfach mal so.
Das mit den Military Points habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Das hat irgendwas mit dem DEFCON-Level zu tun. Alex, kannst du mir das nochmal mit diesen Mil-Ops-Points erklären? Nein. Dieses blöde Europa. Aber ich erkläre es dir natürlich gerne. Was hast du für eine Frage? Ja, was das damit auf sich hat. Ich habe jetzt ja irgendwie 2 Mil-Ops-Points, glaube ich, von diesem Putsch, ne? Und es hat irgendwas mit dem DEFCON-Kram zu tun? Ja. DEFCON minus 2 muss man als Mil-Ops haben oder so, ne? Na, pass auf. Also du hast sogar 3 gemacht vorhin mit dem Q. Du hast jetzt 3 Mil-Ops gemacht. Hier, das sind die. DEFCON auf 5. Das heißt, es wird nachher gerechnet, 5 minus deine 3 sind 2 übrig, die werden 2 Victory-Points abgezogen. Man muss mit seinen Mil-Ops immer die Stufe des DEFCON erreichen. Ah, verstehe. Trifft dich aber weniger hart als mich, weil ich habe erst 2 Mil-Ops-Punkte gesammelt und der DEFCON ist auf 5 und deswegen werden mir 3 Punkte abgezogen. Ja, aber du kannst jetzt ja vielleicht nochmal putschen oder irgendwie sowas. Nee, leider nicht. Also das Europa hat uns jetzt beide echt viel Ops gekostet. Ich muss mal kurz gucken, wie du das eigentlich gemacht hast. Was hast du denn gerade gemacht, um mir wieder Europa wegzunehmen? Was war denn das? Ich habe in Bonn einen Spion eingeschleust. Schau mal. Ich schaue es mir gleich mal an. Ja, momentan, bis gleich sehen, was ich mache. Bis gleich. Oh Gott. Achso, bei mir wird auch gerade noch geschrieben im Chat, es gibt auch noch Events, die quasi Kriege sind. Die sind dann auch als Mil-Ops, sind dann auch Mil-Ops-Punkte. Ah, okay. Ich finde, die Serie erklärt auch gut, wie es damals angegangen ist. Ja, man lernt tatsächlich viel, ja. War für den Film gut umgesetzt, hatte ich teilweise Gänsehaut. Was, von was redet ihr gerade? Atmosphäre, ne? Hast du die Serie Tschernobyl gesehen? Ah, Tschernobyl. Ach krass, ja, ist die gut, ja? Ist das eine... Was ist das für eine Produktion? Oh. Europe Scoring, ja. Da wusste ich doch. Wie haben wir das gemacht, ey? Wir haben da schön eine Pattsituation rausgehauen. Dazu kriegt er jetzt hier mehr Punkte abgezogen. Und wir haben jetzt eine Dominanz im Mittleren Osten. Und schauen wir mal. Also, Presence, ne? Wir haben die Domination, siehst du, und hätte ich jetzt nicht reagiert, der hätte, sobald ich auf seine Dominanz nicht reagiert hätte, hätte er diese Karte gespielt, die musste er jetzt bis zum Schluss aufheben, um eben, jetzt hat jeder 5 Punkte bekommen, ne? Das ist aber quasi ein Putt. Also hier wird nur das positive oder negative Verhältnis sozusagen, nicht Verhältnis, sondern die Summe quasi angezeigt. So, er hat 3 Non-Battlegrounds, wir haben auch 3 Non-Battlegrounds, 2 Battlegrounds haben wir auch, alles gut, alles schick. Und wir führen. Ja, also er hat 3 Victory Points verloren, das heißt, wir sind plus 1 im Plus jetzt. Ba-bam! So, wir bekommen neue Karten. China-Karte ist jetzt beim Amerikanski. Witziges Game, ja. Also ich muss sagen, ziemlich geiles Game, ganz ehrlich. Warum kenne ich das nicht? Das ist auch gut. Ja, aber ist echt so, ne? Also man übersieht einfach viel. Es gibt auch einfach viel. Ich habe es auch schon ewig auf der Platte, aber von HBO, krass, okay. Aber ich hatte halt nie Bock, ach scheiße, jetzt haben wir hier die Asia Scoring Card. Zum Glück hat der da, jetzt ist dumm, dass wir Vietnam nicht gespielt haben, ne? Aber ging ja nicht, war jetzt halt so. Dafür haben wir jetzt halt hier, ich glaube, es ist auch immer nur eine Scoring Card im Spiel. Die werden halt random. Ich glaube, Europa ist immer die erste Scoring-Karte. Und die werden, also es war jetzt, glaube ich, Asien, Mittlerer Osten. Es waren die beiden möglichen Scoring-Cards, die jetzt hätten im Spiel sein können. So, wir gucken uns jetzt mal unsere Karten an. So, dieses anfängliche Influence-Punkte setzen, das gibt es jetzt nicht. Das gibt es wirklich nur ganz am Anfang. Wir müssen jetzt erstmal wieder eine Headline-Karte aussuchen. Dann gucken wir uns mal an, was wir haben. Also das ist wahrscheinlich die wir spielen werden. Oder wir gucken mal. Also für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, das Spiel ist in Runden
aufgeteilt. Wir sind jetzt also hier, das, wir haben eben die ganze Zeit den ersten Zug gespielt. Jetzt spielen wir hier den zweiten Zug. Der ist in 6 Unterzüge eingeteilt. Der erste Zug, beziehungsweise in 6 plus 1. Der erste ist jetzt hier die Headline-Karte, die wir ausspielen müssen. Und da spielen wir einfach das Event, was hier unten eingetragen ist. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Also, wir haben De Gaulle leads France. Remove 2 US influence in France at 1 influence USSR influence, wahrscheinlich auch in France. Cancel effect of NATO for France. Das sind die Putsch, das ist die Putschgeschichte, ne? Countries in order to. Das ist interessant. Guck mal, das. Also, das macht keinen Sinn, weil das mit weißem Stern ist ein. Wie lange willst du noch machen? Ach, ich weiß nicht, ein bisschen vielleicht noch. Meine Freundin hier irgendwie mitmacht. So, da gucken wir mal. Early War, Romanian Abdication. Was heißt das denn? Kann mal jemand gucken, bitte. Remove all US influence in Romania. Gains a sufficient influence in for control. Romania. Ja, würde 3 Punkte geben für uns. Nicht so verkehrt. Weil die würde nur einen Punkt hier generieren, ne? Unless US player immediately discards a 3 or more value operation. Card limit all US influence in West. Oh, krass. Was? Unless locate. Ah, wie krass. Ist das geil. Unless US player immediately discards a 3 or more value operations. Limit. Versteht ihr das? Heißt es, dass hier, wenn er 3 hier hätte, könnte ich die komplett entfernen? Bei einer 4 geht das aber nicht. Verstehe ich das richtig? Aber das können wir ja auch spielen als Event. Move all your. Das ist eigentlich ganz geil hier. Muss ich sagen, weil da bekommen wir einen Influence in Frankreich und weil da brechen wir hier einen. Weil das ist ja schon gebrochen hier, ne? Die Vorherrschaft. Das machen wir mal. Wäre eine gute Headline. Was denn? Aufpassen, du hast den Marshallplan, damit tritt die NATO-Karte. Danke, Narkotikon. Sehr gut. Play of NATO at. Ja. Ja. Sehr gut. All further operations card played by US this turn onto their value. Ich würde das hier spielen. Was sagt ihr? Was Let's Play History, was für eine gute Headline? Opa ist doch jetzt aber uninteressant, dass schon gescored wurde. Du, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob da nochmal gescored werden kann. Jetzt ist halt erstmal Asien, aber wir müssen jetzt ja sowieso eine Headline aussuchen, weißt du? Und als Headline kommen nur diese 3 Karten in Frage. Und die verstehe ich so, dass er da 3 Punkte braucht. Was heißt denn Discards? Kann das mal jemand nachschauen, bitte? Oder mir sagen? Discard. Ich verstehe das leider nicht, ja? Das kann man auch als Event ganz entspannt spielen. Und das eigentlich auch, ne? Ich dachte an Blockade, damit muss er ja eine Karte abwerfen. Ach so. Ist das so? Was müssen wir machen? Heißt das so, ja? 3 or more value operation. Ah, okay. Ja, komm, dann ja, machen wir. Oh, captured a Nazi, was? Ah, der spielt. Was?
Als Player, Space Race, Markup, Onebox. Ah, okay. Ach krass, die haben hier einen von Braun sich gekrallt. Sau gut. Es ist ein geiles Spiel. Okay, und jetzt? Waiting opponent to decide. Ach, der muss, kann die aussuchen. Ja, und das können wir hier noch super als Event spielen. Ah, und das nehmen wir einfach für unseren Space Race. Obwohl 4 Punkte Einfluss natürlich schon auch krass sind, ne? Wir müssen dran denken, dass wir Scheiße mit Vietnam. Aber da brauchen wir nur einen. Warschauer Pakt formt. Wie wirft er ab? Und Scorecard currently in hand. Hat er, oder was? Ne, haben wir. Ah ne, das ist eine Warnung für uns. Play your action round. Ja, das hat überhaupt nichts gebracht. Das ist bitter jetzt, dass wir Asien scoren müssen, weil der hat halt die China-Karte, ne? Das ist schon ganz schön bitter. Und was macht nochmal die NATO-Karte? Achso, das dann können wir nicht mehr putschen. So what? Ja, mein Gott. So, also, so Blockade, sofern der Urspieler nicht eine 3-OP-Karte oder höher ablegt. Ah, ich verstehe. Da kann er sich aussuchen. Okay, danke dir. Kann er sich aussuchen, ob er den Einfluss in Deutschland verliert. Und ich glaube, also wir können Europa doch, wir können das schon, wenn wir das komplett besetzen. Also wenn wir alle Dinger hier besetzen, dann scoret das trotzdem, glaube ich. Ja. Also, kleiner Plan jetzt so. Wir könnten sowas hier mal setzen. Hier sind wir im Vorteil. Er weiß ja nicht, wo gescored werden soll. Wenn wir jetzt anfangen, hier in Asien sitzen, hat Basti schon gesagt, was... Fadenkreuz bedeutet. Das heißt einfach, okay, check, ich mach's. Ansonsten kannst du es noch zurücknehmen, falls du da noch nicht drauf geklickt hast. Also, wir könnten jetzt mal so ein bisschen ihm auf den Sack gehen in Europa, weil wenn er dann noch Italien verliert, das ist dann schon bitter, ne, für ihn. Glaube ich. Also ein bisschen als Köder sozusagen das legen. Ne? Was haben wir denn hier eigentlich? Player sponsors an opponent, may participate or boycott. If opponent each player rolls one die with a sponsor adding two to his VIP roll. Okay. Shots. One level, okay. Was haltet ihr davon? Wir spielen hier das Event. Und mogeln uns hier in Frankreich rein. Die Karte sollten wir... Der hat ja Warschauer Pakt schon abgeworfen. Muss in diesem Turn halt Asien klar machen, genau. Das Problem ist halt, dass wir die Asienkarte... Wenn wir jetzt hier gleich reinbuttern, ja, dann riecht der doch sofort Lunte, oder? Das ist halt... Oder sollen wir versuchen, sollen wir das hier so lassen? Haben wir hier nochmal ein Event?
Wir können halt hier schon auch richtig Druck machen, ne? Weiß nicht, weil wenn wir das kontrollieren, ist hier Automatic Victory. Ich weiß halt nicht, dass jede Runde zählt oder nur, wenn so eine Scoring Card am Start ist. Das stimmt, aber wenn man jetzt sehr viele Punkte ausgibt, weiß der Ami Bescheid, genau. Das meine ich nämlich auch, weißt du, also das ist jetzt eine Scoring-Karte draußen, das ist klar, und entweder ist es Mittlerer Osten oder ist es Asien. Jetzt ist es halt Asien. Wenn ich jetzt anfange, hier direkt Punkte reinzuhauen, ich würde das eher so ein bisschen schleichend, weil, naja, ich glaube, Asien verlieren wir auch einfach, ne? Oder wir fangen an hier im Mittleren Osten und sagen halt, okay, wir verlieren jetzt wahrscheinlich Asien und holen uns hier den Mittleren Osten und scoren dann das nächste Mal richtig fett. Wir können uns hier mit 2 Punkten Libyen holen. Was meint ihr? Sollen wir hier reinbuttern? Und hier so ein bisschen schleichend irgendwie? Was ist denn, wenn wir jetzt... Angenommen, ich mache jetzt hier Play Influence. Ich kann hier nach Afghanistan gehen halt, ja? Der kann sofort Pakistan abchecken, ne? Nee, doch, das ist Asien, ja klar. Verlieren wir, ne? Ärgerlich mit Vietnam. Ah ne, das ist Southeast Asia. Zählt das dann aber? Asien? Ja, das zählt. Ach, scheiße mit Vietnam. Dass wir die Karte verzocken mussten. Da ist Influence. Kann der nirgends wo rein, ne? Korea können wir uns holen. Müssen hier oben rein. Ist mein Chat. Der Nahe Osten ist schon wichtig, aber in Europa Druck machen wäre auch nicht falsch. Ich weiß halt nicht, wie das mit der Mechanik ist, ob wir Europa trotzdem, wenn wir jetzt, aber ich glaube auch nicht, dass wir das alles hier uns abchecken können, ne? Dass wir hier eine totale Dominanz erreichen, dass wir Europa gewinnen, das ist unwahrscheinlich. Wir könnten halt mit der Karte hier uns Frankreich... Dann hätte der nur noch Italien und Italien ist angreifbar, ne? Aber da jetzt weiter noch so viele Punkte reinzuknallen, ey, das ist schon hart. Also ich würde das hier so den Status Quo quasi mal lassen. Ja, also, Mann, zurück. Ich würde sagen, wir sind als Erster dran. Wir müssen, es bringt nichts. Wir müssen Influence in Asien bringen. Da, der riecht jetzt sofort Lunte. Aber wenn wir jetzt warten, bis er dran ist, ja, und der holt sich hier Korea, dann, das geht nicht. Ja, dann mit 2 Punkten kann der das dicht machen hier, den Laden, ne? Ach, beschissen mit der Vietnam-Karte, ne? Da hätten wir jetzt hier auch einen Fuß in der Tür. Nach Asien, Punkt, ja. Bringt ja nichts da jetzt. Also Europa, das... Also die Rumänien-Karte, die spielen wir auf jeden Fall. Das ist nochmal ein Land in Rumänien. Da kann man da nochmal so ein bisschen... So haben wir da jetzt einen Status Quo, ne? Herr Generalsekretär? Ja, hört. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihr westlich-imperialistisches Whisky-Getränk kontere mit einem sozialistischen Wodka. Ich würde gerne mit Ihnen anstoßen. Zum Wohl, mein Lieber. Warte, hört man das, wenn ich hier... Ich glaube nicht. Prost, mein Lieber. Vor allem kann ich nicht gleichzeitig so viele Knöpfe drücken und trinken. Also Prost. Prost. Ist übrigens eine sehr schöne Runde. Das können wir echt gern regelmäßig machen. Finde ich sehr gut. Ja, mich beutelt es gerade ein bisschen, weil ich vergessen habe, mein Energy Drink reinzuschippen. Ich wollte Red Bull Wodka trinken, jetzt habe ich nur Wodka. Aber gut. Es ist ungefähr so, ich weiß nicht, wie ihr es kennt. Oder du das kennst, wenn man eine Milchtüte hochhebt und man denkt, sie ist leer und sie ist dann sie ist voll und sie ist dann leer. Man rechnet mit was ganz anderem und geschmacklich war das jetzt für mich sehr überraschend. Oder kennst du das, wenn du aus so einem Tetrapack trinken willst und denkst, es ist Milch, ist aber O-Saft? Ja, genau so ein Gefühl hatte ich jetzt. Das mit, ist richtig hart. Wodka und Wodka Red Bull, genau sowas. Okay. Mir geht es übrigens ähnlich. Das Einzige, was bei dem Spiel vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ist hier unser gegenseitiges Rumgeflame.
wo man doch sehr konzentriert ist. Aber ich glaube, sowas gibt sich auch, wenn man ein bisschen mehr im Spiel drin ist. Ja, ich denke auch. Wenn man mehr darüber reden kann. Weil mir geht es auch so, ich muss mich schon sehr darauf konzentrieren, was ich für Karten spiele. Ja. Aber ich kann jetzt schon mal für mich sagen, wegen mir wiederholen wir das sehr, sehr gerne bei diesem oder einem anderen Spiel. Und jetzt schaue ich mal eben weiter hier. Ja, mach das. Deine Zeit ist übrigens schon sehr knapp. Nur um den Druck mal ein bisschen zu erhöhen. Ich leg wieder auf. Wir gucken uns mal die Karten hier weiter an. Deal Grade Defcon, one level, then US player earns equal to 5 minus current Defcon. Okay. Ah, die können wir aber früh spielen, weil wenn das Five minus current Defcon level. Also wenn es auf 5 ist, dann ist es völlig gefahrlos, so wie ich das verstehe. Das ist auch cool, da kriegen wir nochmal 3 Punkte geschenkt, quasi, beziehungsweise 2 eigentlich geschenkt. Marshallplan müssen wir uns halt überlegen. Also wir können hier komplett, ich weiß auch nicht, ob das dann remove from play if used as an event. Okay. Hier, all further operation cards played by US this turn add 1 to their value. Oh, fies. Ja, aber wir müssen jetzt eiskalt um Asien kämpfen. Das bringt ja nichts, ne? Ah, du hast recht, deswegen habe ich meine Meinung auch geändert. Was, mach Asien. Ich denke, Asien-Scoring ist das Wichtigste, wenn du so gut spielst, aussprechen kannst, ja. Ja. Wir haben leider halt, er hat halt die China-Karte. Das ist halt jetzt das große Problem. Und wir haben letzte Runde unsere Vietnam-Karte halt irgendwie verpulvert. Was heißt verpulvert? So will ich es gar nicht mal nennen. Wir haben einen Rück, also. Warum führen die denn? Was wir führen? Wir hätten hier so einen Schnapp gemacht mit unserem Dings-Ops. Ja, also Asien glaube ich nicht, dass wir das gewinnen können, ne? Und das Problem vor allen Dingen, wir sind zuerst dran. Das heißt, wir spielen die Asien-Karte, also die Scoring-Karte, und dann kann er halt nochmal ziehen, ne? Aber es ist ja auch, wir machen ja auch nicht nur hier Punkte. Vielleicht hätten wir einfach das Ding direkt, vielleicht hauen wir das Ding direkt raus. Also ich ärgere mich jetzt doch ein bisschen, dass ich nicht Frankreich hier gedamaged habe, weil das sind halt 2 Punkte, ne? Plus 1 Punkt nochmal rein, also. Was ist denn, wenn wir jetzt gleich scoren? Also mal ganz. Oh Gott. Ab nach Israel, sagt er. Ja, was ist denn, wenn wir jetzt hier gleich scoren? Macht das Sinn? Dann verlieren wir das halt. Verlieren wir sowieso. Kann er halt dummerweise rein. Sollen wir im Iran putschen? Dass wir hier über Pakistan reinkommen. Wisst ihr, was ich meine?
Haben wir jetzt einen Fuß in der Tür und er blockt das hier. Wir können weiter nach Taiwan. Das hat er eben Israel gemacht, ne? Da müssen wir aufpassen. Vielleicht haben wir wieder Erfolg. Ich glaube auch, wir putschen im Iran und versuchen hier so nach Pakistan und Indien zu kommen und gucken dann, dass wir schnell scoren. Das Ding ist, wenn ich jetzt meine Idee war ja eben, die Scoring-Karte früh zu spielen, dass der Schaden eventuell nicht so groß wird und dass wir uns hier weiter engagieren können, weil hier sind wir haben wir die Initiative. Das Problem halt, er ist dann noch einmal dran, ja. Und wenn er jetzt, weiß ich nicht, dann mit seiner China-Karte kann er nochmal einen Punkt zusätzlich, dann bringt, das sind 5 Punkte, die er reinsetzen kann, damit könnte er Pakistan und Indien holen. Durch den Iran, weil er hier Zugang hat, ne? Und wir probieren das mal. That country, wir probieren das mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Success. Aber nur eins. Damit. Und wir lenken ein bisschen ab gleichzeitig. Du hast nicht genommen, Chance hattest. Jetzt solltest du Iran putschen, ja. So, DEFCON geht hoch. Ja, schade, dass es nicht besser gelaufen ist, dass wir das nicht gekriegt haben. Also scheiß Ami-Karten, ne? So, wie ich das verstehe, haben wir jetzt aber hier Riot Military Operations. Naja, wir sind hier auf 4. Ja, aber das muss immer so hoch sein, wie DEFCON ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Habe ich immer noch nicht so ganz mit dem Required Military. Wo wir machen sollen, denn jetzt weiß er genau, worauf du es abgesehen hast. Naja, das, er kann auch denken, dass wir hier jetzt, er weiß ja nicht, welche Karte wir haben, also welche Scoring-Karte wir haben, ne? Ob wir die Asien-Karte haben oder, das ist schon ganz gut, weil wir jetzt hier einen Hebel ansetzen, um hier ein bisschen reindrücken zu können und uns, schaut mal. Der muss jetzt hier Domination. Noch besetzen. Israel kann er sich halt holen. 2 Punkte, ne? Da müssen wir auch reingehen, ganz wichtig. Wenn er den Iran verstärkt, kannst du Asien nichts machen. Mhm. Aber wir könnten, ja. Ja, der wird ja jetzt wahrscheinlich wieder einen Punkt reinmachen, ne? Es war dumm, dass das nicht ganz. Also hätten wir jetzt den Iran geputscht, also dass wir hier, dann wäre das Bombe, ne? So kann er jetzt halt ein Pünktchen hier mal eben rein dingsen und. Auch mal nebenbei mal immer noch mal ein Pünktchen hier, ne? 3K. Ich hoffe, wir können die Wiedervereinigung dann auch verhindern. Stimmt, ja.
Ja, Leute, aber echt geil, dass ihr auch so zahlreich hier seid und euch hier so beteiligt und so, finde ich super. Finde ich echt super. Naja, das dauert ein bisschen länger als normal, ha? Was ist denn hier für ein Symbol, sag mal? DEFCON restricted, no coup or realignment allowed in this region. My scoring card has... Ja, es mit Vietnam ist halt massiv ärgerlich, ne? Hätten wir Vietnam und China halt gespielt hier, dann wären wir da jetzt so fett, ja? Also gut, das kann man natürlich vorher nicht wissen, ne? Wir hätten halt Europa dann verloren. Aber wir sind ja trotzdem irgendwie einen Punkt hinten dran. Record versus, aha. Also tatsächlich das Brettspiel, das gibt es sogar auch auf Deutsch. Das heißt dann Gleichgewicht, also Twilight Struggle, Gleichgewicht des Schreckens oder so. Aber als Computerspiel gibt es leider nur auf Englisch, ja. Finde ich auch sehr schade eigentlich. Also, ist ja überschaubar auch, ne, so eine Übersetzung. Also. Aber gut, ist wahrscheinlich wieder eine Budgetfrage. Na, haben wir ihn verunsichert. Zählt denn Südostasien mit in Asien? Das ist eine gute Frage. Denn Südostasien gibt es ja auch noch eine Scoring Card. Aha. Also das ist ja schon extra, ne? South Asian, also eigentlich... Ah, okay. Das gehört aber zu Asien dazu. Ja. Da sind's. Ja. Ah, krass. Okay. Okay. Aha. Da müssen wir natürlich trotzdem drauf reagieren, aber das ist fantastisch. Dann. Hä? Was jetzt? Von. Add one influence of each for non-US controlled counties in Eastern Europe. Ach, krass, okay. Der ist for influence. Zurückgeholt. Das ist echt ätzend hier mit Meran, ne? Okay, Leute, wo gehen wir hin? Der will sich Österreich holen wahrscheinlich. Aber warum Europa? Mir kostet es jetzt wieder 2 Punkte, ne? Der schleicht sich hier in Israel ein. Wenn der Israel hat, das wird dann teuer, da rauszukommen. Israel ist zu verstärkt und Asien wohl verloren. Ja. Das war gut gespielt von ihm, ja. Dass er das so verteilt hat, ne? Das wundert mich ein bisschen. Können aber 4 Influence trotzdem placen. Rumänien können wir uns so holen. Wir holen uns mal Libyen. Oh, ne, das geht hier nicht. Also, es geht nur in Osteuropa. Ah ja, okay. Dann würde ich sagen, wir holen uns
Also Rumänien können wir uns sowieso holen. Aus Österreich will ich nicht hergeben eigentlich. Jetzt haben wir noch drei. Damit können wir uns noch ein weiteres Land holen, würde ich sagen. Holen wir uns die Tschechoslowakei. Können wir hier gleichzeitig Ostdeutschland ein bisschen absichern gegen diese Absenkungsgeschichte? Würde es mal so machen. Hä? Ah, okay, wir können das nur so verteilen, verstehe. So. Ätzend mit diesem Iran, ey. Wir probieren dann nochmal zu putschen, ne? Irgendwann. Aber ich würde sagen, wir spielen ein bisschen auf Zeit und spielen jetzt hier das Event. Ah, Scheiße. Israel. Ich habe nicht aufgepasst. Nein! Der holt sich jetzt Israel. Oh, haben wir noch eine Stunde. Der hat echt eine Stunde weniger gebraucht. Krass. Naja, es ist das erste Mal jetzt hier, dass wir das Spiel spielen. Ja, Israel ist Kacke hier. Auf der anderen Seite, wir holen uns dann Libyen noch. Was ist denn hier nochmal? Degrade, Defcon, one level. The US player earns. Jeder wird ja einen Punkt kriegen. Das muss ja nicht sein. Da können wir erstmal Olympia machen hier. Player sponsors Olympics. Opponent may participate or boycott. If opponent participates, each player rolls one die with a sponsor adding two to his roll. High roll gains two victory points. Oder ist das ins Einflusspunkte? Und das if opponent boycotts degrade Defcon one level and the sponsor may conduct operations. Ja, okay. Das können wir eigentlich mal spielen. Dann nächste Runde. Nee, ich schlafe nicht oft, tatsächlich. Ich habe nur eben geschlafen, die ganze Zeit war das noch nicht so kritisch, aber jetzt braucht er da halt nur einen Punkt. Aber gut, dann verlieren wir halt Israel. So what? Wir holen uns dann Libyen noch, also. Israel ist halt stabil, vor allen Dingen, ne, wenn du das hast. Ja, ich glaube, also was auch ein krasser Schachzug gewesen wäre, wäre das Spiel zu eröffnen mit dieser De Gaulle-Karte, also hier Frankreich 1 reduzieren und 1 rein und dann eröffnet ja Russland auch und dann hätte man dann, ja, dann hätte man einfach eine Viererkarte, die wir ja auch hatten, glaube ich, ne? Nicht? Ne, Dreierkarte. Hier, dann hätte man mit der, hätte man sich halt Frankreich holen können und das ist natürlich schon ein Kracher, ne? So, gucken wir mal, jetzt spielt er die China Card. Ja, das wird ganz bitter, die Runde.
Es wird ganz, ganz bitter. Aber jetzt können wir auch auf Israel wenigstens reagieren. Aber wir müssen... Ich hätte da auch die Scoring-Karte gleich spielen sollen, ey. Nicht? Da müssen wir 3 reinsetzen. Ah, das mit dieser Vietnam-Karte, ne? Dass wir die China-Karte und die Vietnam-Karte beide in Europa abgefackelt haben, sozusagen, ist jetzt irgendwie eine Vollkatastrophe. Also, 2 Optionen. Entweder wir kämpfen hier um China. Entweder wir kämpfen um China und versuchen, den Schaden hier gering zu halten. Verlieren werden wir das auf jeden Fall. Face down. Ah, das ist die nächste Runde am Start. Die nächste Runde ist ein bisschen wurscht, ne? Besser. Oder wir sagen, wir verlieren China eh und safen uns hier den Nahen Osten. Weil der ist nächste Runde dran. Wisst ihr, was ich meine? Könnten halt 3. Das ist nicht cool. The US player earns VP is equal to. Da kriegt er einen Punkt. Fällt mir nicht. All further operation cards played by US this turn add 1 to their value. Super. Aber immerhin hat er die China-Karte, sehr schwere Entscheidung, ja. Würde Asien contesten, wenn du genügend aufholen kannst. Ich glaube, man kann hier nur noch Schadensbegrenzung, aber das mit hier, das ist auch eine Katastrophe, ne? Wir könnten jetzt... Mittleren Osten stehen... Ja, aber wenn der... Ja, der kann den Libanon hier auch holen, ne? Okay, also... Wir haben auch nicht mehr so viel... 3 Runden. Einmal müssen wir die Karte. Das heißt, wir können noch 2 Karten spielen und dann müssen wir dingsen. Der kann uns hier halt richtig ficken, ne? Also, der holt hier Pakistan als nächstes. Wenn wir Südkorea holen, sind wir einigermaßen safe. Wir verlieren dann halt Israel. Eventuell den Libanon kann der sich dann auch hier locker einverleiben. Das ist nur ein Punkt. Aber wir können das... Okay, Plan. Was nehmen welche Karte sind jetzt weniger beschissen für uns? Degrade Defcon 1 Level. The US player earns. Da kriegt er nur einen Punkt, wenn ich das richtig verstehe. Wir spielen hier Influence. Und hol. Was? Ey! Was? Nein. Ach doch, ja. Mal. So. Ach, das reicht schon. Okay. Das ist ja schon mal cool. Dann können wir jetzt 2 Influence. Sollen wir das nach Israel? Soll ich nochmal spielen gehen? Nee, aber nichts spoilern, was er da macht. Das ist doof. Also das machen wir auf jeden Fall. Weil dann braucht er schon mal 2 Punkte. Wir könnten jetzt verhindern, dass er Taiwan halt... Guck mal, jetzt haben wir das ausgeglichen, ja. Wir könnten... Aber wir kommen jetzt hier nicht mehr, weil wir Vietnam nicht haben, kommen wir hier nicht mehr rein, ne? Afghanistan, kommen wir doch rein. Mit 2 Punkten. Ah! Leute!
Und hier kommen wir auch rein. Nee, kommen wir nicht. So. Und so. Dann haben wir zwei Karten können wir spielen. Also Korea holen wir uns auf jeden Fall. Das ist voll wichtig, dass wir hier das nicht komplett losen, ne? Dann können wir hier nochmal Afghanistan holen. Was? Da ist doch ein Strich. Was meinst du? Pakistan auch. Ja, das habe ich dummerweise erst spiel. Ich hab das vorhin nicht gesehen, diesen schwarzen Strich, ne? Dachte, man kommt da nur über den Iran rein. Hätten wir mal gleich reingehen sollen. Er braucht nur noch einen Punkt um Israel. Wenn der seinen Fuß hier in der Tür hat, das ist dann ätzend, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Dann kriegt er halt nochmal zwei Punkte, während hier erhöht mit dem seine Punkte auf 4. Ich glaube, wir spielen eher die. Offer the break at one to there. Lass uns lieber die spielen. Da ist Influence. Zack. Zwei Battlegrounds und er hat noch einen Non-Battleground. Mit Pakistan hätten wir dann noch einen Non-Battleground. Und Pakistan können wir vielleicht wegputschen oder so? Könnte man versuchen. Probieren wir so. Und dann könnte man überlegen, ob wir, sag eben, die Scoring-Karte der nächste Runde schon rausspielen. Was haltet ihr von der Idee? Die Scoring-Karte der nächste Runde schon rausspielen, dann haut der auf jeden Fall, also ich denke mal, jetzt wird er ja auch irgendwie drauf reagieren, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass er hier auf Israel geht oder so. Die Scoring-Karte ausspielt und dann müsste er ja auch, also dann würde er alles machen, dass er da noch möglichst viele Punkte holt und das würde uns nochmal Luft geben, um die Karte hier zu nutzen, um hier Israel und Libyen oder Libanon oder so uns zu holen. Oder, was haltet ihr davon? Our efforts are made in the belief that men and nations can cooperate. And that there are no international problems which men of goodwill cannot solve or adjust. Den Nahen Osten darfst du auf keinen Fall verlieren. Genau, der Nahe Osten wird ja auch nächste Runde dann relevant, ne? Da wird dann wahrscheinlich die Nahe Osten Scoring Card dann irgendwie ein Thema sein. Wir könnten auch schon mal anfangen, dann heimlich. Guck mal hier, da kann man schon mal wieder bapap, weißt du? Für jeweils einen Punkt halt uns da die Dominanz sichern. Spannendes Spiel, das ist wirklich echt krass.
Plus 1 per controlled battleground, country and region. Control that is adjust to enemy superpower. Okay. Achso, enemy superpower. Ach, genau, da muss man auch aufpassen. Weißt du, wenn der das jetzt hier zum Beispiel kontrolliert, ne, dann kriegt er einen Bonuspunkt. Oder wenn er sich Pakistan holt, ne? Das gibt auch nochmal einen Bonuspunkt. Also die Länder, die eine Verbindung hier zu dem Superpower-Ding haben. Deswegen haben die USA, ist das so vorteilhaft hier, weil die ja halt wenig Connections haben, so zumindest von Europa aus. Na, insgesamt haben die auch, sind die dann schon gemeldet, 5, 4. Doch, die sind schon ein bisschen isolierter. Ja, normal hätten wir jetzt halt hier Vietnam noch, plus noch einen Haufen, also 5 Punkte mehr hier in Asien, ne? Aber der hat seine China-Karte schon gezockt, zum Glück. Würdest du dir die Space Race anschauen? Mich würde interessieren, ob der Alex da was... Hat er ja? Ja. Aber wie gesagt, das ist eher so ein Ding zum Karteparken, die sehr unangenehm für einen ist, ne? Ich hätte zum Beispiel jetzt den Marshallplan, hätte ich da gern geparkt, hätte ich die Punkte nicht so dringend gebraucht, ne? Und gibt dann halt auch so ein paar Vorteile hier irgendwie. Dann kannst du dann 2 Space Cards irgendwie platzieren, kannst du normalerweise nur eine pro Runde. Und dann choose and show Headline Card first. Das ist natürlich krass, ne? Dann kann er sich erstmal meine Headline Karte angucken und dann kann er darauf reagieren. Hier kannst du eine Karte abschmeißen, auch cool. Geiles Game, echt. So. Norad, krass. Oh. Ah, der putscht. Das ist gut, Leute. Success leider. Ist wiederum schlecht. Okay. Jetzt haben wir halt... Aber wir können uns jetzt... War gut. Wir können uns jetzt Pakistan holen und dann scoren wir. Was haben wir denn hier an... Ah ja, okay. Er hat nochmal 2 Punkte, ne? Oder wir holen uns Pakistan, ne? Uns sehen. Das haben wir dann. Place Influence. Ich glaube, der ist... Der kriegt jetzt halt nochmal 3 Punkte. Fuck. Degrade DEFCON 1 level, the US player earns equal to 5 minus current, kriegt er 3 Punkte. Oder? Ja, aber was soll, also... Oder sollen wir jetzt scoren? Sollen wir jetzt scoren? Weil dann buttert er danach alles in Asien rein. Wir verlieren dann das im Endeffekt, ne? Weil der holt sich dann Pakistan. Leute, was machen wir? Jetzt draufgehen und die Scorekarte spielen. Leute, also entweder wir holen uns jetzt Pakistan. Dann geschenken wir dem aber 3 Punkte. Je nachdem, was der da noch für Karten dann hat. Oder, Moment... Wir spielen erstmal das hier. Event. Player Sponsors. Oh, nee, geht ja nicht. Wir müssen ja die. Wir müssen nächste Runde müssen wir scoren. Also entweder holen wir uns jetzt die Scoring-Karte. Spielen wir jetzt die Asien-Scoring-Karte. Und dann wird der da nochmal was reinbuttern, ne? Der wird dann halt irgendwie hier so eine Dominanz kriegen. Vermutlich, ja, wahrscheinlich. Der holt sich einfach Pakistan und gut ist, ne?
Und hier nochmal Dings. Dann könnten wir aber nächste Runde. Ich weiß auch nicht. Nee, wir gehen in Asien rein. Warte, der holt uns. Dann kriegt er 3 extra Punkte oder was? Ha! Aber putschen wird er das jetzt ja wohl nicht mehr. Ach komm, wir machen das jetzt. Was soll das, ey? Committed. Er hat Victory Points sogar bekommen. Lol. Was muss ich machen? Achso. Boah, der kriegt dann sogar Siegpunkte. Das ist halt eine Karte, die spielt man besser, wenn nicht so ein hohes Defcon-Level ist, ne? Dann, Mann, ey. Das ist wie gesprungen, ne? Leute. Die Olympischen Spiele, ja, Moment. Die senken halt das Defcon-Level, ne? Da kann er sich irgendwie entscheiden, ob er das unterstützt oder nicht. Player Rolls, one die with a sponsor. Das Problem ist halt an dieser Karte, wenn wir jetzt hier das Event spielen, da senken wir das Defcon-Level, bekommen irgendwelche. Bekommen wir denn auch Player, Sponsor, Olympia? Opponent may participate or boycott. If opponent participates, each player rolls one die with a. Sponsor adding 2 to. Ah, okay. A high roll gains 2 victory points. If opponent boycotts, degrade Defcon 1 level, and. Ah, dann ersteigt das Defcon level. Sponsor may conduct if it's played. Macht nur Sinn, wenn er ablehnt, ja. Aber da er mehr. Genau. Wir machen das jetzt hier mit dem Dings. Hier und holen uns Pakistan. Jetzt halt hier 3 Punkte. Bin jetzt hier 5, aber der wird da ja gleich das noch konnte. Ah, um das mal das dann immer wieder. Gehuppt wie gesprungen, ne? Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt die Scoring-Karte, dann habe ich im schlimmsten Fall 5 Punkte waren das eben, ne? Wenn ich hier die Dominanz habe. 5 Punkte kriege ich dann hier. Also hat er dann, kriegt er dann. Wenn ich die Karte spiele, kriegt er jetzt schon mal 3. Und hat dann ja auch noch die Chance, sich die Dominanz zu holen, nicht? Oh, nee. Nee. Probier das jetzt so. Machen das. Oder? Jemand? Jemand ein Veto? Und es ist Pakistan. Plus, wir halten ihn ein bisschen davon ab, im Mittleren Osten halt auch noch irgendwie Terror zu machen. Nächste Runde müssen wir dann scoren.
Nee, die Karten sind nicht so geil tatsächlich. Ey, und vor allen Dingen, echt, ich habe es jetzt schon 1 Million Mal gesagt, aber diese Vietnam-Karte, ne, die hätten wir halt einfach eiskalt spielen sollen. Verlierst heute Europa, gewinnst dann halt das nächste Mal Asien. Wir hätten die halt kombinieren können halt auch noch mit der China-Karte. Jede Karte, die du voll in Asien einsetzt, gibt nochmal einen extra Punkt und so. Oh, ho, Ho Chi Minh. Was er macht. Er wird den Braten jetzt auch riechen, ne, dass ich hier auf Asien gehe. Schauen wir mal. Ja. Was ist das für eine Karte? Eine Karte. Nicht so cool gelaufen, ey. Nicht so cool gelaufen. The challenge of the 20th century is the challenge of human relations and not of impersonal natural forces. Vor allen Dingen, wir haben jetzt irgendwie unsere Dominanz auch im Mittleren Osten verloren. Wird sich da jetzt noch die Dominanz holen, da kriegen wir jetzt trotzdem diese 5 Punkte, ne? Ich hätte dann irgendwie am Anfang gleich diese Scoring-Karte da irgendwie reinhauen sollen und dann eher das hier verteidigen, ne? Space Race. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que da haben wir doch den Schaden doch noch begrenzen können, ey, mein lieber Mann. No había otro camino. The way by which the minds of men, the hopes of men, the souls of men everywhere can move forward toward peace. And happy. Ja, Generalsekretär. Ja, das ist ja nochmal gut gegangen. Ich dachte, das kriegt der Härte auf die Mütze in Asien, ey. Du hast mal gute Karten noch gehabt. Ach, ja, geht so irgendwie. Es war halt ärgerlich, dass ich halt in der ersten Runde die Vietnam-Karte und die China-Karte nicht in Asien halt irgendwie benutzen konnte, ne? Ja, aber es ist schon krass, gell? Jeder Zug oder jeden Zug, den man machen muss, da geht einem so viel im Kopf ab. Für und wieder, soll ich das spielen? Ja. Was bringt die? Weil du hast da eigentlich quasi immer einen Nachteil, wenn du irgendwas spielst. Und man muss halt einfach abwägen, was bringt dir die wenigsten Nachteile. Ich finde das super spannend. Mega spannend, da ist echt richtig gut. Aber ich würde sagen, dass wir da jetzt mal einen Break machen, irgendwie.
Und ja, das mal irgendwie safen oder so. Ich hoffe, das geht. Meinst du nicht? Ja, ich probiere das oh, mal. Oh, okay. Ja, es wäre wär ein Witz, wenn es nicht gehen würde. Ich hatte halt so eine geile Karte auch mit Frankreich, ne? Ich hätte dich da aus Frankreich halt irgendwie voll rausklingen können, aber ich wusste halt nicht, was bringt denn das? Was wäre denn, wenn ich jetzt Europa so ganz besitzen würde oder so? Kriege ich dann trotzdem die Punkte oder sind die jetzt abgefrühstückt? Wie meinst du? Weil jetzt gerade eben nach dem Scoring bringt dir Europa gar nichts mehr, weil Europa ist okay. Gescored, bis wir im Midgame wieder sind. Ah, okay. Ah, okay. Kannst du jetzt sehen, bei Europa hängt das diese ja. Nee, nicht. Wo kann Atompilz, man das sehen? Also Atompilz. Nee, doch nicht. Der Atompilz, aber der sagt bloß aus, dass man. Der sagt bloß aus, dass keine Qs und Reliance mehr laut sind. Aber also quasi in jeder Phase, also im Early Game, sobald Europa gescored worden ist, wird Europa im Early Game nicht mehr gescored. Erst wieder im Midgame. Ah ja. Das heißt, Europa ist jetzt quasi gerade eigentlich relativ unrelevant, weil keiner mehr scoren kann. Ah ja, okay. Ich schaue jetzt bloß tatsächlich, also wenn ich jetzt hier auf das Menü gehe, habe ich drei Optionen. Forfeit Game, Exit Game oder Resume Game. Forfeit ist aufgeben, gell? Oder beziehungsweise wegschmeißen. Ach, okay. Ach krass, ja. Naja, für zukünftige Partien, da ist man dann ja auch ein bisschen schneller so, ne? Das ist auf alle Fälle. Einbüßen. Das ist die Frage, wie speichert man das ab? Exit Game? Ah ja, exit the game, this game and continue later, das mache ich jetzt mal. So, jetzt bin ich da wieder im Menü drin. Ne, wir könnten wieder einsteigen, das ist gut. Ah ja, geil, ja, dann können wir es ja weiterspielen, sehr schön. Ja, super. Ja, vielen Dank an dieses Duell, auch lieben Gruß an deine Community, die mich ja hoffentlich jetzt hört. Die sollte dich jetzt hören, wenn alles gut geht, ja. Sehr schön, ja. Ne, ist echt eine sehr, sehr geile Runde und ist ein geiles Format irgendwie, finde ich echt gut. Also gerne, gerne wieder. Ja, wegen mir auch. Sollten wir bald wieder was ausmachen und das fortführen und gerne auch mit anderen spielen. Ja, ja. Ich muss gerade dieses ganze, diese Push-to-Talk-Button, der haut mir immer irgendwelche Cats mit rein. Was hat er mit rein? Der läuft bei mir dann, sobald ich irgendein Fenster offen habe, versucht er natürlich dann irgendwie im Chat irgendwas zu schreiben oder wie auch immer. Ich muss mir irgendwie anders hinlegen, glaube ich, diese Karte. Ja, die schönen Grüße sind, glaube ich, angekommen, oder? Gib mir mal kurz Bescheid. Ja, und bei mir läuft die Zeit schon wieder. Jetzt läuft die bei uns beiden wenigstens, okay. Was für eine Zeit? Hier dieser Schachuhr-Timer. Aber ich bin jetzt eigentlich raus aus dem Spiel. Bist du nicht raus? Ne, ich bin nicht raus. Warte, ich geh mal raus. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Also ich bin raus und es hieß, ich kann resumen. Jetzt, wenn ich jetzt okay. Online... Ja. Ich werde es noch kurz probieren, ob das klappt. Dann wissen wir das schon mal fürs nächste Mal. Ja. Ja, ich habe jetzt hier, pass auf, ich drücke jetzt nochmal drauf. Also ich bin jetzt wieder drin. Bist du auch schon wieder drin? Nee, warte mal, ich guck mal hier. Aber die Zeit läuft jetzt tatsächlich für beide hier. Ja, weil das hier, nee, ich sehe dich auch nicht. Komisch läuft die Zeit, du siehst mich noch nicht. Das ist ja eigenartig, weil jetzt läuft nämlich hier die Zeit. Nee. Irgendwie eigenartig. Bob Ross spielt hier auch anscheinend. Lol. Landface. Eigenartig. Wir werden es schon irgendwie rausfinden. Exit Game. Also ich kann es jetzt nicht sagen, was hier passiert ist. Ich bin jetzt rausgegangen, das Spiel taucht bei mir in der Gamelist wieder auf. Ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal einfach, oder? Ah ja, doch, ich bin jetzt auch wieder drin hier. Ach genau, ach krass, das ist ja dann einfach hier. Zack, okay, ja, bin wieder drin. Ja, weil ich bin wieder draußen jetzt. Du bist jetzt wieder draußen, okay. Ja, ich bin wieder drin. Geh du auch raus, ich gehe davon aus, dass das schon geklappt hat. Okay, ihr Lieben, ich sag mal kollektiv auch den Leuten beim Hobbygeneral ein gutes Nächte. Vielen Dank fürs Einschalten. Mir hat das wirklich sehr viel Freude bereitet. Und dann führen wir das ein andermal weiter, würde ich sagen, oder? Wir führen es gerne ein anderes Mal weiter und von meiner Seite auch einen lieben Gruß an den gegnerischen Chat. Da werde ich mir morgen sicherlich
Wobei, kann ich morgen reingucken? Ja, es ist jetzt nichts Geheimnis mehr drin. Wir haben die Runde beendet. Werde ich mal so reingucken, was da so geredet wird. Weil ich finde das auf unserer Seite recht interessant. Aber ich muss auch zu sagen, gutes Verhalten vom Chat. Ich habe auch da bei solchen Sachen schon andere Sachen erlebt. Es war niemand dabei, der irgendwie doppelt geguckt hat und dann hier gesagt hat, hey, Alex. Ja, nee, hier auch nicht. Und das sind so Dinge, wo man, ich habe zwar am Anfang der Runde mal darauf hingewiesen, ich glaube, ich hätte es auch gar nicht tun müssen. Nee, ich habe es gar nicht gemacht, muss ich sagen. Meine Leute wissen das. Meiner sicherlich auch, weil, wie gesagt, ich habe ganz am Anfang mal nur so, so beiläufig erwähnt und ich muss echt sagen, kam jetzt auch keiner quer. Das zeigt einfach mal wieder, was für tolle Communities auf deiner und auf meiner Seite. Das ist wohl rar, ja. Da, also ich meine, ich kann mich auf dich verlassen, ich vertraue dir zu 100%, dass du nicht zu mir rüber guckst und ich mache es nicht bei dir. Und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass Leute, wenn sie auf beiden Seiten gucken, nicht dann irgendwas verraten, weil sowas gibt es auch und sowas ist dann echt ärgerlich, weil man kann es, wenn man es mal gelesen hat, man kann es ja nicht mehr aus dem Kopf. Naja, genau, dann machst du, ja. Wenn du so irgendeine Karte verrätst oder so, ne? Ja. Gut, dann... Okay, ihr Lieben. Ja, ich sag auch tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und ein gutes Nächtle euch allen. Ciao, ciao.